wo das Schulvolk unregierbar ist oder wird. Man muss sagen, im Großen und Ganzen ist das Schulvolk regierbar. Im Großen und Ganzen. Im Großen und Ganzen unterwerfen sich die Schüler in allen Schulformen der Schulpflicht, akzeptieren den groß angelegten Leistungstest, dem sie unterworfen werden und der Unterricht heißt, lassen sich anschließend brav auf die einzelnen Schulformen verteilen, streben vorgegebene Abschlüsse an und so weiter. Die Schule, kann man sagen, erzieht also ziemlich gut für die Schule. Aber dann gibt es eben die Rütli-Schulen im Plural. Das ist nicht nur Neukölln. Neukölln ist überall ein Satz aus der GEW-Zeitung, dem ich zustimme. Das sind Schulen, in denen Unterricht nicht mehr geht, wie man aus dem Rütli-Lehrerbrief entnehmen konnte. Man konnte entnehmen dem Spiegel und den übrigen Tageszeitungen, dass in allen großen deutschen Städten Hauptschulen, zum Teil auch Realschulen und Sonderschulen ähnliche bis gleiche Probleme haben. Übrigens wäre beides zu erklären. Es wäre zu erklären, warum die Mehrheit sich brav der Schule als, ich zitiere ausnahmsweise mal zustimmend den SZ-Kolumnisten Prantl, der Schule als Fehlersuchmaschine unterwirft. Und es ist zu erklären, warum ein Teil da nicht mitmacht. Und zwar nicht aus Protest gegen das, was die Schule mit ihnen anstellt, nicht als Folge einer richtigen Kritik, sondern als ihr wohlerzogenes, aber aus dem Ruder gelaufenes Produkt. Ich will mich heute nur den Ausnahmen, den Rütli-Schulen, Ausnahmen, die allerdings schwer zunehmen, widmen. Eine Vorbemerkung auch noch dazu, aus gegebenem Anlass. Der GEW-Einladung sind ja, wie wir gerade eben feststellen konnten, eine Reihe von Lehrer gefolgt. Das ist einerseits völlig verständlich bei dem Thema. Sie sind ja praktisch in den Hauptschulen mit der Unregierbarkeit von Teilen des Schulvolks, ich sag mal, befasst. Andererseits stellt es für mich aber auch ein Problem dar. Denn nun sitzen die meisten Lehrer hier als Lehrer. Als Lehrer, die meine theoretischen Erklärungen höchstwahrscheinlich in der Mehrzahl durch die Brille ihres Berufs, vielleicht sogar durch die Brille ihres Berufsschadens betrachten. Ich komme gerade aus Münster, ich war vor 2 Tagen in Münster, habe da was Ähnliches erzählt, auch vor einem Publikum von Lehrern. Und die ersten Beiträge danach, als ich fertig war, hießen: Sie haben gut reden, Sie müssen sich ja nicht täglich mit diesen kleinen Monstern herumschlagen, Sie sind ja nicht outgeburnt. Oder die andere Variante: Wo bleiben denn bloß Ihre Alternativen für mich als Lehrer? Meine Vorbemerkung gilt dieser Sorte Einlassung. Wer so an meine Erklärungen herangeht, wer meine Argumente am Maßstab der Hilfe für die Berufspraxis als Lehrer misst, wird, das sage ich von vornherein, schwer enttäuscht werden. Von diesem Standpunkt aus, was hilft mir das, was der Kerl da vorne sagt, in meiner Praxis als Lehrer, kommen wir nicht in eine vernünftige Debatte über die Sache. Denn, um es von vornherein klar zu machen, Hilfe zur Bewältigung der Probleme einer Berufspraxis zu geben, die ich kritisiere, auf die ich einen Teil der Rütli-Probleme gerade zurückführen möchte, kann man von mir wirklich nicht verlangen. Hilfe und Anregungen, wie sich die Probleme erklären lassen, die da in dem Rütli-Schulwesen zusammenkommen, das schon eher. Und Schlüssel aus der Erklärung, ja, die kann man auch diskutieren. Gemeinsam, wenn man die Erklärung der Erklärung zustimmt. Allerdings haben diese Schlüsse, um es nochmal zu sagen, da nichts mit der Bewältigung von Lehrerproblemen zu tun, sondern eher mit der Frage der Ursachenbekämpfung, wenn man nämlich der Analyse der Ursachen
zuständig. Also die herzliche Bitte, die ist eine doppelte. Einerseits möchte ich nicht als Prof gewürdigt werden. Meine Argumente sollen geprüft werden, das ist alles. Und ich bitte die anwesenden Lehrer, ihre Lehrerbrille mal für 2,5 Stunden abzusetzen und nur dem Gang der Argumentation zu folgen, also nur theoretische Prüfinstanz zu sein, nicht mehr. Wenn man den bildungspolitischen Chronisten Glauben schenken darf, dann ist das, was sich da in Neukölln abgespielt hat und offensichtlich nicht nur in Neukölln abspielt, eine relativ einmalige Geschichte. Lehrer an der Hauptschule in Deutschland kapitulieren, geben eine Kapitulationserklärung besonderer Art ab. Sie kapitulieren nicht etwa vor ihrer vorgesetzten Behörde, das müssen sie sowieso, das ist Teil ihres Berufsselbstverständnisses, sondern sie kapitulieren vor Schülern. Mit diesen Schülern sagen sie, geht Schule nicht mehr. Um welche Schule es sich handelt, das weiß inzwischen hier im Raum jeder, eine Hauptschule mit ca. 83% Schülern, die aus ausländischen Familien oder aus Migrantenfamilien kommen. Ich sage da in Zukunft immer nur Ausländerfamilie, das ist aber alles darunter subsumiert. Die in Neukölln, also in diesem Viertel, mehrheitlich wohnen. Neukölln, wo eine Arbeitslosenquote von 40% herrscht und nicht zufällig genauso viele Menschen in Neukölln, also 40% unter dem offiziell errechneten Existenzminimum, unter dem Leben. In Hamburg, weiß ich, gibt es in Billstedt und sonst wo ähnliche Fälle. Einiges davon ging ja auch durch die Presse und durchs Fernsehen. Zu einem Skandal ist es nicht gekommen, muss man auch mal festhalten, weil dieser Brief geschrieben worden ist. Der ist nämlich an die Behörde geschrieben worden und nicht an den Spiegel oder an die entsprechende Berliner Tageszeitung. Zu einem Skandal ist es geworden, weil der Befund, den die Lehrer zu Papier gebracht haben, in der Behörde liegen geblieben ist und erst als Lehrer gesagt haben, wir geben den an die Presse, ist es skandalisiert worden. Mit der Skandalisierung dieser Schulverhältnisse. In Deutschland gibt es Schulen, das sind eigentlich Ausländerschulen und in denen geht Schule nicht mehr. Mit diesem Befund ist in aller Regel und gleich am Anfang auch schon die Analyse mitgeliefert worden. Analyse in Anführungszeichen. Am deutlichsten und am klarsten von der Bild-Zeitung. Die Bild-Zeitung hat das wie üblich durch Leserbriefe kundgetan, in denen es dann zum Beispiel hieß, gegen solche Schulen hilft nur ein Medikament, das heißt Ausweisung inklusive Familie. Oder bei jeder Gewalt und Straftat sind überwiegend Ausländer beteiligt. Schuld an der Entwicklung sind also die hier von der Politik zugelassenen Ausländer. Ein klares Urteil. Es reicht dem normalen Bürger der Hinweis auf die 80-85% Ausländer, um per Fehlschluss seinen Rassismus abzurufen. Der Fehlschluss heißt, wenn da vor allem Ausländer unter den Schülern Migranten sind, dann liegt es auch an dem, an Fehlschluss. Dass da vor allen Dingen Ausländer sind, muss keinesfalls bedeuten, dass es auch an denen liegt. Wie diese Bild-Zeitungs-Schlagzeilen deutlich machen sollen. Schon ist der Mensch fertig mit der Analyse. Eine Schuldzuweisung, die sich gewaschen hat. Und mit der Schuldzuweisung ergibt sich ganz logisch sofort das Mittel, was man dagegen einsetzen muss. Die müssen raus, die müssen verschwinden, die müssen eingesperrt werden, auf jeden Fall irgendwie unschädlich gemacht werden. So ein bisschen nach dem Motto, willst du nicht wie gute Deutsche sein, dann schlage ich dir den Schädel ein. Dasselbe Urteil, etwas vornehmer, kommt als Selbstkritik der Politiker daher. Die klagten sich
bestimmter Versäumnisse in der Politik, und zwar in der Ausländerpolitik, an. Die Ausländerpolitik hätte ihren Integrationsauftrag nicht hinreichend wahrgenommen, sagen sie. Eine hochinteressante Selbstkritik der nationalen Politik. Was ist denn da angeblich von Ihnen versäumt worden? Angeblich. Versäumt worden, so klagen Sie sich an, ist es, aus einem Ausländer einen anständigen Menschen zu machen, der sich an die hier gültigen deutschen Normen hält, so wie das von jedem Deutschen angeblich sofort unterstellt ist und erwartet wird. Das schließt den Befund ein, muss man sich mal ganz klar machen, das schließt den Befund ein, von ihrer Natur her, so wie die hierher kommen, gehören die wirklich nicht hierher. Passen die nicht zu unseren Normen und Regeln? Von Natur, von Kultur aus, weichen sie ab, kann man mit ihnen hier nichts anfangen. Dass diesen Umstand, diese rassistische Zuordnung der Ausländer nicht hinreichend in der Integrationspolitik berücksichtigt zu haben, das heißt, nicht rigide genug, diese Ausländer unter das, was sie deutsche Normen, als deutsche Normen durchgesetzt haben, gebeugt zu haben, das halten sie als ihr Versäumnis fest. Genau deswegen schließen sie sich als in der Form der politischen Selbstkritik dann mit der Bild-Zeitung auch wiederum kurz. Sie geben sich damit schlicht die Erlaubnis, härter durchzugreifen und Integrationspolitik, wie man in den letzten Wochen und Monaten lesen konnte, ist ja nichts anderes als härteres Durchgreifen. Eine Fülle von Drohungen und Erpressungen werden ausgemacht. Wer denen nicht folgt, hat hier nichts verloren. Woran sich nun in der Schule das nicht integrierte, ausländische, angeblich ausländische, undeutsche Verhalten zeigt, kann man dem Rütli-Lehrerbrief genauso entnehmen wie dem Spiegeltitel, der danach kam. Diese Schüler seien respektlos, gewalttätig, sprechen nicht oder nur schlecht Deutsch, weigern sich, auch wenn sie es können, Deutsch zu sprechen, halten sich nicht an die Schulordnung, machen Lehrerinnen und Lehrer an, nehmen keine Schulsachen mit, haben sie vielleicht nicht einmal, randalieren im Unterricht, verwüsten die Schule und so weiter und so fort. Diese Aufzählung heißt nicht, sowas passiert in Schulen, sondern das sind unsere Ausländer. Das sind die Ausländer in diesen Rütli-Schulen. Verkörperung von pur deviantem Verhalten, wie die Soziologen sagen würden, pur abweichendes Verhalten. Eine Verkörperung von einer Reihe von Defekten, die sie da an sich haben. Wichtig an dieser Aufzählung, wie ich sie aus dem Brief und aus dem Spiegelartikel entnommen habe, wichtig an der Aufzählung scheint mir jetzt zu sein, dass da nicht einfach jetzt Material vorgestellt wird, an das man die Frage anschließen muss, ja, warum ist denn das so? Warum passiert denn sowas in der Schule? Warum führen die sich denn so auf? Nein, mit der Sammlung von Defekten, die man Ausländern, Kindern andichtet, ist die Analyse fertig. Das Muster, was ich vorhin schon mal beim Bürgerrassismus genannt hatte, das ist eben typisch für die. Also, heißt der Schluss, muss an denen was korrigiert werden. Was da zu korrigieren ist, werde ich in meinem allerletzten Punkt dann nochmal ansprechen. Da gab es ja hinreichend genug Vorschläge. Übrigens, bei dem, was für die Politik da deutsch und was da undeutsch ist, verfahren sie ausgesprochen großzügig. Das wird nämlich überhaupt nicht mehr an der Staatsbürgerschaft festgemacht. Ich habe einen Artikel gefunden. Einmal hat es der Lorenz Mayer gesagt, das habe ich aber nicht als Zitat. Dann habe ich in der Süddeutschen Zeitung gefunden. Da heißt es zum Beispiel, die Schüler der Rütli-Schule, die für viele Problemschulen in Problemkiezen steht, sind in der großen Mehrheit keine Deutschen. Selbst wenn einige von ihnen einen deutschen Pass haben.
Diese Sortierung kennt man. Süddeutsche Zeitung, Frau Kalweit, eine Lieblingsjournalistin von mir. Eine Sortierung, die man kennt. Deutsche Pass macht nicht das Deutschtum aus. Naja, nach diesem Muster sortieren zum Beispiel Faschisten, Neofaschisten das Volk durch und sagen, deutsche Pass interessiert mich nicht, wenn er Kommunist, wenn er behindert, wenn er schwul ist, wenn er ausländisch aussieht, ist er eben kein Deutscher. Das noch als kleine Nachbemerkung. Meine Gegenbehauptung jetzt zu dieser Analyse, wie sie schon vorherrschend war, gab andere Befunde, auf die komme ich nachher noch zu sprechen. Meine Gegenbehauptung heißt, was diese Rütli-Schullage ausmacht, liegt weder an den Ausländern, an den Migranten, es liegt nicht an der anderen Staatsbürgerschaft, es liegt nicht an anderer Kultur, es liegt auch nicht an Versäumnissen von Politikern. Wer sich ein bisschen in der Integrationspolitik der letzten Jahrzehnte auskennt, weiß das. Was zur Unregierbarkeit eines weitgehend ausländischen Schulvolks, soll aber auch deutsche Schulen genauso betreffen, geführt hat, ist, so heißt meine Behauptung, nationale Politik mit Inländern und Ausländern. Das Problem, was man in diesen Schulen mit Ausländern hat, mit ausländischen Schülern hat, ist ein Problem, was sich hiesige Politik selbst geschaffen hat, heißt meine Behauptung. Die These, was sich da an den Rütli-Schulen, ich sage es mal im Plural, weil ich es ja exemplarisch mache, abspielt, das steht für unerwünschte Auswirkungen. Unerwünscht, aber keineswegs zufällige. Unerwünschte Auswirkungen, sehr erwünschter, sehr zweckmäßig inszenierter, also bezweckter, bewusst inszenierter nationaler Politik. Erstens an der Schulfront, zweitens an der Wirtschaftsfront, drittens an der Ausländerpolitikfront und viertens an einer Front, die ich nachher noch besonders ansprechen werde, aber die ersten Fronten sind die wichtigsten. Nochmal anders gesagt. Natürlich will deutsche Politik, um das nicht misszuverstehen, diese Zustände wirklich nicht, wie sie da herrschen. Alles andere als das. Aber, behaupte ich, sie sind das, um das modische Wort zu benutzen, sie sind das Kollateralprodukt ihrer sehr gewollten, interessierten, beabsichtigten Politik an der Sozialfront, an der Arbeitsmarktfront, an der Schulfront und an der ausländerpolitischen Front. Rütli-Schulen sind, um die These noch ein bisschen zu konkretisieren, immer noch als Thesen, das Produkt vierfacher gesellschaftlicher Sortierung, eines vierfachen gesellschaftlichen Ausschlussprozesses, der immer, Kollege aus von der GW hat schon angesprochen, die alle über Konkurrenz verlaufen. Viermal werden Konkurrenzverlierer produziert und dann zusammen in die Hauptschule gesperrt. In der sind dann an dem dummen und rohen Treiben dieser Kids, da gibt es ja auch gar nichts zu entschuldigen, ist dann an dem dummen und rohen Treiben dieser Kids abzulesen, der Erfolg der schulischen Eintrichterung von Konkurrenzmoral. Das ist da zu beobachten. Er hat es auch schon gesagt. Konkurrenzmoral heißt, es kommt auf Biegen und Brechen darauf an, zu den Siegern zu gehören oder sich als Sieger zu wähnen, zu fühlen. Es ist an dem, wie sie sich dann da aufführen, die Verlierer, die Schule- und Gesellschaftsverlierer, zu beobachten, was passiert, wenn Verlierer, Konkurrenzverlierer an der Moral, sie müssten doch eigentlich auch Sieger sein, sie wären doch eigentlich Sieger, festhalten. Es ist zu beobachten, was passiert, wenn sie praktisch daran festhalten. Das ist meine These und das ist der Leitfaden dessen, was ich erklären will. Ich fange mal mit der ersten Sortierung an, mit dem ersten Ausschlussverfahren Schule, Hauptschule. Was ist das? Jetzt gehe ich nicht speziell auf die Rütli-Schule ein. Die Ausländer, die Schulen mit hohem Ausländeranteil, werde ich jeweils immer extra erwähnen. Hauptschule, das gilt jetzt für alle Hauptschulen. Was ist das?
Übrigens, es gilt, was ich sage, mit Abstrichen, wohlgemerkt mit Abstrichen, auch für Realschulen und Sonderschulen. Hauptschulen sind heutzutage Sammelbecken für Schulverlierer. Diese Schulverlierer sind damit, das ist auch jedem Lehrer klar, jedem Schüler klar, zugleich die Gesellschaftsverlierer. Hauptschulabsolventen haben keine bis wenig Chancen, überhaupt eine Ausbildung zu erhalten oder einen Arbeitsplatz zu erhalten. Wer es mir nicht glaubt, soll die Statistiken des Bundesministeriums fürs Innere nachlesen. Sie stellen, das weiß man inzwischen auch, die Hauptschulabsolventen das Gros der Jugendarbeitslosigkeit, also jenes Zustandes, wo ein Teil des gesellschaftlichen Nachwuchses gleich von der Schulbank ins Arbeitslosengeld 2 überführt wird. Lebensperspektive. Wie kommen die Schüler zur Hauptschule? Wie kommen sie dahin? Wie werden Kids Hauptschüler? Die Sache ist, glaube ich, ziemlich einfach zu erklären. Sie werden dadurch Hauptschüler, dass die Lehrer in der Primarstufe, in der Grundschule, völlig pflichtgemäß alle Eingeschulten ihren pädagogischen Auftrag, der ihnen vom Staat verliehen ist und den sie ausführen, unterziehen. Dieser Auftrag heißt, nach 3,5 bis 4 Jahren Unterweisung im Lesen, Schreiben, Rechnen und so weiter, muss feststehen, wer seine Bildungskarriere fortsetzen darf, Gymnasium, Studium etc., also das Gros derjenigen, die hier sitzen, und für wen sie beendet ist. Diesem Sortierungsauftrag kommen Lehrer nach. Und ich nehme an, dass die meisten sich nicht mal einen blauen Dunst darüber vormachen, welchem Zweck dieser Auftrag dient. Ich glaube, das weiß man. Ob man Schlüsse daraus sieht, ist eine andere Frage. Diesen Schulzweck führen sie aus, weil bildungspolitisch seit 30, 40 Jahren beschlossen worden ist, diese Gesellschaft braucht relativ wenige gut wissenschaftlich Gebildete, braucht aber einen Haufen von Ungebildeten, von nicht gebildeten Menschen, die die Drecksarbeit machen, für die die Gebildeten die Vorgaben und die Anleitung und die Amtsgewalt liefern. Das ist der Zweck. Und diesem Zweck kommen Lehrer in der Grundschule nach, wenn sie diesen Sortierungsauftrag vollziehen. Und am Ende der Grundschule, der Primarstufe, gibt sich seit ebenfalls 30, 40 Jahren immer dasselbe Ergebnis. Cum grano salis. 70% werden abgeschoben auf die sogenannten Restschulen, 30% dürfen in die höheren Gefilde der Bildung aufsteigen. Das weiß man, das ist kein Skandal, der erst mit PISA enthüllt worden ist. Da gibt es Studien, die sind sehr alt, die dasselbe immer schon nachgewiesen haben. Und das Witzige ist, dass diese Sortierung, 70%, ich sag's mal despektierlich, auf die Restschulen, vornehmlich Haupt- und Realschulen, dass diese 70% diejenigen sind, die eigentlich mehr Ausbildung brauchen. Das ist ein Paradoxon, was sich da vollzieht, aber es ist leider ein wahres, ein praktisches Paradoxon. Schlechte Schüler, die mehr Unterricht brauchen, sonst wären sie ja keine schlechten Schüler, werden aussortiert und auf Hauptschulen abgeschoben. Lehrern tut das natürlich immer unendlich leid, weil sie ja immer für die Kinder das Beste wollen. Aber Lehrer exekutieren dieses Resultat an den Kindern, das sie an ihnen hergestellt haben. Sie hören mit dem Beibringen selbst der einfachsten Geschichten, Lesen, Schreiben, Rechnen, dann auf, wenn sie die Gewissheit haben, dass mehr als die Hälfte aller Kids den Stoff nicht begriffen hat, nicht gescheit lesen, schreiben, rechnen kann. Die Verteilung der Kids auf die Notenskala legt das klar. Ja, was soll ich davon halten, wenn 80% 3, 4, 5, 6 sind? Dann haben 80% den Stoff nicht begriffen. Für die Schule hierzulande heißt das, das ist der Grund,
sie von weiterer Bildung auszuschließen, statt umgekehrt zu sagen, jetzt muss erst richtig losgehen, jetzt müssen wir die Versäumnisse ausgleichen. Das ist das Paradoxon, das inszenieren Lehrer, und jedermann weiß, wenn eine Arbeit nur oder mehrere Arbeiten nacheinander immer nur aus Einsen und Zweien bestehen, dann heißt es, der Lehrer hat die Kinder unterfordert. Die Kategorie der Unterforderung macht deutlich, es kommt darauf an, dass immer eine große Anzahl von Leuten, von Kindern rauskommt, die aussortiert werden sollen und aussortiert werden, weil die Schule es hingekriegt hat, ihnen diese simplen Geschichten, Lesen, Schreiben, Rechnen nicht beizubringen. Wer wird da abgeschoben auf die Hauptschule? Wer? Kein Rätsel. Schon gar nicht nach PISA ist es ein Rätsel. Kinder aus den sogenannten, wie heißt es, bildungsfernen, einkommensschwachen Schichten, also Kinder aus Familien, deren Eltern lohnabhängig sind, und zwar in der untersten Stufe der Lohnabhängigkeit. Die kommen denn auch aus den sogenannten, das ist auch für so ein schöner Ausdruck, Problemvierteln. In Bremen ist es Kattenturm, in Berlin, Neukölln, hier ist es Kielstedt und was weiß ich nicht alles. Und auch das weiß man seit PISA. 25% von denen verlassen als funktionelle Analphabeten die Schule, die nur mit dem Finger lesen können, keinen Text rekapitulieren können, geschweige denn mit ihm arbeiten können. Warum das die Kinder der Familien, die aus der lohnabhängigen Abteilung unterste Stufe kommen, trifft, ist auch kein großes Geheimnis. Das liegt nicht an den Kindern, nicht die sind blöd, unbegabt, zeigen keinen Leistungswillen oder denen fehlt das Gen für den Leistungswillen. Alles so Geschichten, für die man übrigens Pädagogik studiert hierzulande. Sondern es liegt an der Schule, die sich früh als diese Fehlersuchmaschine brannte, dem heiligen Gleichheitsgrundsatz verpflichtet hat. Dem heiligen Gleichheitsgrundsatz verpflichtet hat. Deswegen passiert es. Alle Kids werden in der Primarstufe gleich behandelt. Gleicher Stoff, gleiche Klasse, gleicher Lehrer, gleiche Zeit zum Lernen. Was natürlich bewirkt, dass Kinder, die vom Elternhaus schon schulfähig, schulförmig, vorerzogen sind, also das schon können, was man ihnen eigentlich jetzt beibringen will, zu denen gehören, denen der Unterricht leicht fällt, das sind dann die späteren Gymnasiasten, und die Kinder der Eltern, die das aus Gründen, auf die ich gleich eingehen werde, nicht hinkriegen, ihre Kinder nicht so in der Schule abliefern und auch nicht so begleiten, dass der Lehrer mit ihnen keine Probleme, sondern im Gegenteil, keine Arbeit hat, die fallen raus. Das Verfahren, was diese Sortierung an der sozialen Skala entlang bewirkt, ist das Prinzip der Chancengleichheit. Das muss man einfach sich mal klar machen. Chancengleichheit funktioniert hervorragend. Es stimmt einfach nicht, dass es hier einen Mangel an Chancengleichheit gäbe. Alle haben die gleichen Chancen. Man soll doch bitteschön nicht immer Chancengleichheit verwechseln damit, dass Chancengleichheit überhaupt nur dann Sinn macht, wenn die Voraussetzungen unegal sind. Wenn die Voraussetzungen ungleich sind, wenn die Kinder aus unterschiedlichen Klassen kommen, aber gleich behandelt werden, dann haben sie ein unterschiedliches Elternhaus mit der unterschiedlichen intellektuellen Vorbildung. Da steht dann bei dem Professor der Bücherschrank und das Klavier, und beim Arbeiterkind steht der Fernseher. Soll man sich nicht wundern, dass diese Gleichbehandlung dann nichts anderes hervorbringt, als die Befestigung der ungleichen Voraussetzungen, Verstärkung der ungleichen Voraussetzungen, denn wer einmal nicht mehr mitkommt, der kommt überhaupt nicht mehr mit. Also abzulesen ist daran nichts anderes als die Ungleichheit der Voraussetzungen, nicht aber fehlende Chancengleichheit. Soll man sich mal klar machen. Warum die Kinder aus den Familien der unteren Klassen und Schichten da nicht mithalten, muss man sich auch nicht groß, um das rauszukriegen, muss man sich auch nicht groß anstrengen. Die
Einkommens, wie Wohn- und sonstigen Lebensverhältnisse tragen eben wenig dazu bei, dass der Auftrag der Familie, Kinder schulfähig, schulförmig zu machen, klappt. Dann werden sie halt in die Sortiermaschine geschickt, ohne dass sie wissen, wie die Ordnung funktioniert und wie man sich dort zu verhalten hat. Dann haben sie auch nachher zur Erledigung ihrer Arbeiten kein eigenes Arbeitszimmer. Und ein Privatlehrer können sich erst recht nicht leisten. Die Überwachung der Hausaufgaben scheitert schon daran, dass die Eltern das Zeug nicht können. Die sind doch in dieselbe Schule gegangen. Und so weiter und so fort. Also darüber darf man sich nicht wundern. Sie sind halt das Produkt einer ökonomischen Sortierung dieser Eltern, auf die ich gleich zu sprechen komme. Der zweiten Sortierung, der ökonomischen Sortierung dieser Gesellschaft. Ich will vorher aber noch auf eine Sache hinweisen, wie man diesem Phänomen entnehmen kann. Das, was ich gerade eben über Chancengleichheit gesagt habe und das ärgerliche Ergebnis, erklärt die Rolle, die den Familien, und zwar auch wieder allen, Deutschen und Ausländermigranten, hinsichtlich der Schulkarriere ihres Nachwuchses zugeschrieben wird. Die Klage, die beispielsweise auch die Rütli-Lehrer in ihrem Brief geschrieben haben, macht das auch nochmal deutlich. Da klagen sie darüber, dass die Eltern eigentlich den Nachwuchs nicht so betreuen, dass sie in der Schule mit ihm keine Probleme mehr haben. Was man daraus schließen kann, ist, es ist ein veritabler Auftrag der hiesigen Schulverhältnisse an die Familie, ihre Kinder tatsächlich schulförmig, schulfähig vorzuerziehen. Und während der gesamten Schulkarriere ist es die Aufgabe der Familie, diese Schulfähigkeit zu erhalten und, wenn es geht, zu fördern. Und wo die Voraussetzungen dafür fehlen, da klappt es halt nicht. In den Rütli-Schulen kommt halt zusammen. Da an den Rütli-Schulen könnten Lehrer merken, was für eine luxuriöse Beschäftigung sie eigentlich unter normalen Verhältnissen haben. Luxuriöse Beschäftigung heißt in der Regel, deswegen habe ich vorhin angefangen mit der Schulfolge, ist in der Regel regierbar, zehren sie, partizipieren, parasitieren sie von funktionierender Familie, die dem Auftrag, ihr habt die Kinder so abzuliefern und ständig so zu kontrollieren, dass sie den Schulauftrag nicht in die Quere kommen, leisten. Wenn es mal fehlt, dann könnten die Lehrer merken, was für eine luxuriöse Tätigkeit sie da eigentlich haben. Ja. Ja. Du hast ja gerade gesagt, dass 70% der Festschulen abgeschoben werden. Ist es da nicht ein immanenter Widerspruch, dass du jetzt sagst, eigentlich haben die Lehrer ja im Großteil ganz guten Job. Klingt ja eher so, dass nur ein Drittel einen guten Job hätte. Nach deiner Vorhergehenden. Ich habe den Schlusssatz habe ich nicht verstanden. Entschuldigung. Es klingt ja so, als hätte nur 30% der Lehrer einen guten Job, weil ja eigentlich 70% auf Restschulen gehen und du hast ja gemeint, auf den Restschulen läuft es halt schon unbequemer. Damit komme ich noch nicht ganz. Weiß ich nicht, ob das jemand aufgefallen ist oder abstößt, aber wenn überhaupt 70% gehen auf Restschulen und jetzt sagst du, der Großteil der Lehrer hat einen guten Job, das passt nicht ganz zusammen für mich. Nein, ich habe gesagt, wo die Familien diesen Auftrag erfüllen, wo die Familien ihre Familieninteressen völlig diesem Auftrag subsumieren, dass sie unter ich will mein Kind vernünftig erziehen nichts anderes verstehen als den Vorgaben der Schule, ich kann auch fragen, den Vorgaben der Gesellschaft zu folgen, sie so abzuliefern, dass sie den Lehrern keine Schwierigkeiten machen. Wo das nicht passiert, gibt es diese Probleme. Können die Lehrer das entdecken? Meine Behauptung heißt, an den Rütli-Schulen, da wird es richtig offenkundig. Ich habe nicht gesagt, alle Hauptschulen, alle Realschulen sind Rütli-Schulen. Das habe ich nicht behauptet. Klar ist auch, warum die Eltern der Kinder, die dann in den Rütli-Schulen zusammenkommen, diesem Auftrag nicht nachkommen. Das habe ich vorhin eigentlich schon gesagt. Wo diese Gesellschaft es hinkriegt, Familien selbstbezogen auf ihren bürgerlichen Auftrag zu zerstören, weil die Menschen arbeitslos gemacht werden,
weil sie selbst das Produkt solcher Schulen sind, da ist das hergestellte, kaputte Familienverhältnis erkennbar der Grund dafür, dass dieser Anspruch von den Familien nicht erfüllt werden kann. Ich sage das deswegen, weil es sich bei den Ausländerkindern zu einem Teil ein bisschen anders verhält. Jetzt will ich aber darauf nochmal extra verweisen, dass wir nebenbei die zweite Sortierung eigentlich am Wickel hatten. In der Analyse der ersten Sortierung haben wir die zweite Sortierung schon gehabt. Und auf dieser zweiten Sortierung baut die erste Sortierung auf. Die zweite Sortierung heißt, ja, was ist eigentlich mit dem Begriff einkommensschwach ausgedrückt? Die Gesellschaft ist nicht einkommensschwach. Da gibt es aber einkommensschwache Familien. Die leben in Problemvierteln mit einem Arbeitslosenanteil von 50%, zum Teil unter dem Existenzminimum. Was heißt denn das? Ganz einfacher Schluss. Offensichtlich wird hier dafür gesorgt, unter staatlichem Schutz, dass die Ökonomie gleichfalls als Sortiermaschine funktioniert. Sie sortiert sehr prinzipiell von vornherein und immer wieder die Menschen am Eigentum. Am Eigentum in der Form der privaten Verfügung über eine Geldquelle. Fabrik, Aktienpaket, Grundeigentum, was weiß ich. Einige haben so ein Eigentum, das ist eine simple Feststellung, und die meisten haben verfügen über so ein Privateigentum in Form einer Geldquelle nicht. Und wie werden sie jetzt zu einkommensschwachen Menschen? Muss ja noch gar nichts heißen. Man könnte ja sagen, dann kriegen sie halt ordentlich was, was sie nicht haben. Wie werden sie jetzt zu chronisch einkommensschwachen und arbeitslosen Menschen? Naja, auch das ist eigentlich kein großes Geheimnis. Weil sie überhaupt nur an Geld kommen, und ohne Geld läuft nichts, ohne Moos nichts los, stimmt ja. Überhaupt nur an Geld kommen, wenn sie dieser anderen Abteilung der Gesellschaft, denjenigen, die über eine Geldquelle verfügen, ich nenne sie mal kurz die Geldbesitzer, wenn sie denen behilflich sind bei der Vermehrung ihres Geldes. Klar, dass der Reichtum, der da produziert wird, nicht bei den fleißigen Helferlein landet, weil wenn er dort landen würde, dann gäbe es ja die Geldbesitzer nicht mehr. Und dann wäre ja aus ihrem Interesse der Geldvermehrung nichts mehr. Und dann könnten sie ja, wie man von morgens bis abends von der Politik hört, einfach die armen Menschen nicht mehr beschäftigen. Also müssen die schon notwendigerweise arm bleiben, damit sie beschäftigt werden. Und heutzutage weiß man, ist es so, dass diese fleißigen Helferlein so fleißig sind, mit ihrer Arbeitsproduktivität so viel zustande gebracht haben, dass sie in Millionengröße nicht mehr gebraucht werden. Die produzieren inzwischen so viel Reichtum unter der Aufsicht der Geldbesitzer, so viel Reichtum in stofflicher, aber auch in Geldform, dass für die Arbeit immer weniger Leute gebraucht werden, mit dem höchst unschönen Ergebnis, dass als Produkt ihrer Potenz in der Fabrik Reichtum unermesslich zu mehren, ihre Armut zunimmt. Das ist der Grund, warum diese Gesellschaft so sortiert und warum es einkommensschwache Menschen gibt, einkommensschwache Beschäftigte und einkommensschwache Unbeschäftigte. Also diese Sortierung, die nennt sich kapitalistische Ökonomie, liegt der Sortierung zugrunde, die ich als erste an der Hauptschulsortierung erklärt habe. So. Warum, heißt jetzt die nächste Frage, befinden sich eigentlich unter den Aussortierten, unter den in die Hauptschule abgeschobenen, so überproportional viele Ausländer? Überproportional. PISA hat herausgefunden, dass Deutschland das Schulwesen hat, in dem überproportional viele Ausländer die Hauptschulen, also die unteren Bildungsbereiche, bevölkern. Dass es so ist, kann niemand bestreiten. Ich habe, wie gesagt, gerade eben auf PISA verwiesen. Und auch dass es so ist, ist natürlich auch wiederum kein Urteil über die Ausländer.
über die Ausländer, über ihre Natur, über ihre Kultur, sondern darüber, wie mit, jetzt bin ich speziell bei denen, vorher habe ich mich insgesamt mit Hauptschülern und Schülern etc. befasst, wie mit Ausländern, wie mit Migranten hierzulande verfahren wird. Wir haben ein paar Punkte, die auch den meisten hier klar sind. Man muss eigentlich nur das, was jedermann weiß, richtig zusammenfügen, schon ist die Analyse fertig. Wie ist es denn mit der Sprache? Wie ist es denn mit der Sprache? Dass Ausländerkinder, die nicht deutschsprachig aufgewachsen sind, beziehungsweise die deutsche Sprache hier nicht lernen konnten, damit ein Sonderdefizit haben, über das Defizit aus einer sogenannten einkommensschwachen Familie zu kommen, ist klar. Was ihnen fehlt, ist die Voraussetzung, um überhaupt in der schulischen Konkurrenz mitmachen zu können. Wer die Sprache nicht hinreichend beherrscht, versteht die Aufgaben nicht, dem fehlen die Konkurrenzvoraussetzungen. Das ist ihr Sonderdefizit. Und dieses Sonderdefizit kommt zustande, weil zum einen hierzulande Deutsch Amtssprache ist. Ich will darüber nicht weiter reden, es gibt andere Länder, die machen das anders, hier ist es aber so. Und Amtssprache heißt nicht, naja, die Formulare sind so ausgefüllt, sondern Amtssprache heißt, hierzulande haben alle Herrschaftsfunktionen von den Herrschern und von den Beherrschten in deutscher Sprache absolviert zu werden. Amtssprache ist noch mal ein bisschen mehr. Jedermann weiß, dass Amtssprache Deutsch zugleich heißt, das ist die sprachliche Grundlage für die Vermittlung von Leitkultur. Offensichtlich verspricht man sich auch davon, nicht nur, dass sie denn Deutsch sprechen, sondern dass sie Deutsch gleich so sprechen, dass sie nicht anstoßen, sonst käme ja die Leitkultur nicht raus. Ich erinnere auch an die Sprachabkommen, Deutschsprachabkommen für die Schulhöfe und was der weiteren Gemeinheiten mehr sind. Es liegt zum anderen, dass dieses Sonderdefizit zustande kam, liegt zum anderen natürlich darin, dass die deutsche Politik es nicht für nötig hält, dem Nachwuchs, der aus Migrantenfamilien oder aus dem Ausland kommt, Deutsch beizubringen. An der Sprache findet also hierzulande bereits eine Sortierung statt, die nicht ungewollt ist. Übrigens, alle jetzt nach Rütli debattierten Sprachförderungsgeschichten beweisen das nochmal. Diese Vorsortierung an der Sprache hieß in der Vergangenheit immer und ist jetzt nur noch modifiziert, wer sich nicht anstrengt und die Sprache lernt, hat hier nichts verloren. Das ist deren Leistung. Ich erinnere daran, Integration wird heutzutage immer gesprochen, das ist eine Leistung von beiden Seiten. Ja, die eine Seite sagt, was die andere Seite zu machen hat und die andere Seite muss es dann machen. Das ist die Sache mit den beiden Seiten. Bleibt nicht dabei. Es ist nicht nur Sprache, die erklärt, die nicht ausgeräumten Sprachdefizite, die erklären, dass Ausländerkinder mehrheitlich die Hauptschulen bevölkern. Es bleibt nicht dabei. Die Ausländerkinder kommen aus Familien, die, und das ist ebenfalls zu klären, in aller Regel fast automatisch, wenn sie hierher kommen, in den untersten Regionen der Arbeiterklasse einsortiert werden. Es ist fast ein Automatismus. Komm hierher, Drecksarbeit für euch, mit ganz wenigen Ausnahmen. Wie kommt denn das zustande? Es ist nicht nur der klassische ökonomische Sortierungsprozess, der greift auch. Bei den Ausländern kommt noch, jetzt bin ich bei der dritten Sortierung, eine dritte Sortierung, die sie gesondert betrifft, hinzu, die zusätzlich erklärt, warum die kapitalistische Sortierung an der Ökonomie bei ihnen zusätzlich noch diese Einordnung in die untersten Abteilungen des Pauperismus bewirkt. Das liegt an Ausländerpolitik. Das liegt nicht daran, dass Ausländer, die hierher kommen, nichts gelernt haben. Das liegt nicht daran, dass die nichts könnten. Sondern es liegt daran, dass sie, bevor sie sich auf den Arbeitsmarkt begeben, hierzulande erstmal betteln müssen, ob sie erstens bleiben und zweitens, ob sie überhaupt arbeiten dürfen. Dieses Betteln heißt, dieses Betteln ist Ausdruck der Rechtsstellung,
die jeder Ausländer am eigenen Leib erfährt, wenn er hierher kommt. Es ist Ausdruck einer politischen Sortierung an der Staatsbürgerschaft. Und diese Sortierung radikalisiert eine ökonomische Sortierung politisch. Ihre Rechtsstellung als Ausländer mit begrenztem Bleiberecht, mit Aufenthaltsgenehmigung, die auch wieder entzogen werden kann, also mit einer Existenz unter Rechtsvorbehalt, weist sie als hierzulande nur Geduldete aus. Als Menschen, die eigentlich nicht hierher gehören. Ihre zentrale politische Bestimmung, so werden sie einsortiert, ist nicht deutsch zu sein. Das ist der Kern der gesamten Ausländerpolitik, sonst gäbe es ja gar nicht. Den Ausländern gegenüber gilt dann die Gewährung einer Arbeitserlaubnis, fast schon wie ein Gnadenakt, fast schon wie eine besondere Gunst. Und deswegen darf man sich nicht wundern, dass den Ausländern von der rechtspolitischen Stellung her eigentlich nichts anderes zusteht, als sich darum zu bemühen, jede nur erdenkliche Arbeit für jeden nur erdenklichen Lohn zu leisten. Das ist zusammengefasst in Drecksarbeit für Dreckslohn. In die Konkurrenz mit all denjenigen, die über keine eigene Geldquelle verfügen, sind sie erstens einsortiert, aber zweitens so einsortiert, dass sie gleich in die unteren Regionen eingestuft werden. Das ist die Leistung der Ausländerpolitik. Wie gesagt, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Diese zusätzliche Ausgrenzung, diese ausländerpolitische Ausgrenzung, erklärt, warum Ausländer und Migrantenkinder überproportional in den untersten Einkommensschichten vertreten sind. So, noch ein Gedanke rangehen. Ich habe vorhin gesagt, bei den Ausländerfamilien, bei den Migrantenfamilien verhält sich das Verhältnis Familie-Schule ein wenig anders als bei den meisten kaputtgemachten deutschen Familien. Was heißt es bei denen? Es gibt eine Besonderheit. Bei vielen Ausländer- und Migranteneltern, vielen, nicht bei allen, Zahlen weiß ich nicht, ist auch egal, stört nicht, dass sie den Auftrag, die Kinder schulfähig zu machen und schulförmig vorzubilden, nicht erfüllen können, weil sie nicht funktionieren. Sondern umgekehrt, weil sie funktionieren, können sie den Auftrag nicht erfüllen. Das ist verrückt. Sehr viele Ausländerfamilien, das weiß man, sind intakte Familien. Mit einer festgefügten patriarchalischen oder matriarchalischen Struktur. Da ist die Familie fast Heimatersatz für Ausländer, die sich hier nicht heimisch fühlen. Das funktioniert. Und in den Debatten über die Sozialpolitik wird das übrigens gelobt von der deutschen Politik. Da hilft man sich nämlich. Klasse, das erspart dem Sozialstaat Kosten. Da ist es auf einmal gut. Aber wenn diese funktionierende Familie sich zum Beispiel darin äußert, dass die Eltern den Kontakt mit der Schule nicht herstellen können, weil sie die Sprache nicht verstehen, dass die Kinder in bestimmten Schulaktivitäten nicht mitmachen können, wegen anderer Kultur, wegen anderen Glaubens und so weiter. Wenn die Schüler respektlos sind, weil sie wissen, vor der Frau muss ich keinen Respekt haben und vor dem Mann nur dann, wenn er mich schlägt, dann ist die funktionierende Familie, funktionieren im Sinne dieser Ausländerkultur, der Grund. Die sind nicht kaputt, weil die funktionieren. Der Grund dafür, dass dasselbe passiert. Nicht schulfähig machen des Nachwuchses. Das ist eine Besonderheit. Jetzt kommt eine vierte Konkurrenz, eine vierte Sortierung dazu. Jetzt haben wir einerseits erklärt, oder ich habe erklärt, wie über die Schulsortierung, wie über die ökonomische und die zusätzliche ausländerpolitische Sortierung sowas zustande kommt, dass da auf einmal in bestimmten Regionen, in bestimmten Bezirken Schulen vorwiegend von Ausländerkindern besucht werden. Jetzt kommt noch was dazu. In solchen Bezirken wie Neukölln verhält es sich so, auch das weiß man, dass Eltern von Kindern noch eins draufsetzen. Auf die ersten drei Sortierungen noch eine vierte draufsetzen.
Und zwar schlicht dadurch, dass sie sagen, das will ich meinem Kind nicht zumuten, in diese Schule zu gehen. Dann ziehen sie weg oder schulen ihr Kind in eine andere Schule ein. Klar, dadurch machen sie Ausländerviertel erst so richtig zu strammen Ausländerghettos. Und dadurch machen sie Schulen mit hohem Ausländeranteil so richtig erst zu strammen Ausländerschulen. Was machen sie da? Warum machen sie das? Ich würde mal sagen, gerade nach PISA, ich glaube, es ist hier in Hamburg nicht anders als in Bremen, ist der Elternwille auf merkwürdige Weise freigesetzt. Die dürfen sich nämlich die Schule frei suchen. Warum dürfen sie das, die Schule frei aussuchen für ihre Kinder? Das ist ein Instrument von Schulpolitik eingeführt worden, damit die Schulen untereinander in Konkurrenz um Kinder treten. Mit Sonderangeboten müssen sie darum werben, dass die Eltern ihre Kinder in die Schule und nicht in die Schule schicken. Das haben die Eltern begriffen und haben gesagt, naja, in der Schule wird aus meinem Kind nichts. Dann sorge ich dafür, dass das Kind in eine rein rassige deutsche Schule kommt, wo es auch nicht sehr viel mehr wird. Das ist die Wahrnehmung eines Konkurrenzauftrages zwischen den Schulen, den die Eltern exekutieren, auf diese Art und Weise. Das kommt also, wie gesagt, noch hinzu. Jetzt bin ich mit der Rütli-Schule im Formellen fertig. Was ich jetzt noch nicht erklärt habe, jetzt kommt der letzte Teil. Hoher Ausländeranteil in Ausländervierteln ist geklärt. Woher die kommen, wie das geht, geklärt. Was nicht geklärt ist, ist, wieso werden die denn unregierbar? Wieso kommt denn da in einigen Schulen die Unregierbarkeit dieses Schulvolks raus? Wie gesagt, in einigen. Das ist nicht kein generelles Urteil über die Hauptschule. Das muss noch geklärt werden. Ich habe vorhin schon angedeutet, dass auch das eigentlich nicht wundern dürfte. Die Unregierbarkeit dieser Schüler, dieser Ausländerschüler in ihrer Mehrzahl, spiegelt nämlich zum einen wider, was die bisherige Schule mit ihnen gemacht hat, was also die Hauptschule jetzt nach ihrer Einweisung in diese Bewahranstalt für sie objektiv darstellt. Sie ist Anstalt für Schulverlierer ohne weitere gesellschaftliche, wie heißt es so schön, Perspektive. Ohne außerhalb der Schule, mit dieser Schule, überhaupt den Status des ökonomischen, des sozialen Verlierers überwinden zu können. Und wenn Schule und Lehrer, wenn der Schule, wenn den Lehrern, diese Kinder so gleichgültig sind, wie sie es an ihnen exekutieren in der Primarstufe, darf man sich wirklich nicht wundern, wenn die Kids das zurückgeben. Lernen, anstrengen in der Schule, um vielleicht in der Hauptschulkonkurrenz noch es zu irgendwas zu bringen, das bringt doch für die nichts. Die wissen doch, die Sache ist für sie gelaufen. Sie sind die personifizierten Verlierer, vielfach sogar mit dem Selbstbewusstsein des Verlierers, sage ich gleich noch was zu. Sie sind eben die Rütli-Schüler. Deswegen ist auch klar, wo sie die Schule nicht mehr fehlinterpretieren als die Hauptschule als letztes Mittel für sie, da greifen natürlich auch alle Strafen bei Übertretung von Regeln überhaupt nicht mehr. Dann ist die Vergabe von schlechten Noten kein greifendes Sanktionsinstrument. Die Noten sind ihnen wurscht. Die scheißen drauf auf die Noten. Deswegen gibt es Berufswünsche von Hauptschülern, die heißen, es war in einer Sendung im Fernsehen, wurden sie gefragt, die heißen, ich werd Hartz IV. Ein Berufswunsch, ich werd Hartz IV. Ein zweiter Berufswunsch, einfach so in die Kamera rein, ich werd Dealer. Und der dritte Berufswunsch, also ist jetzt die drei Kategorien einfach mal abgeklappert, ich werd Rapstar von Neukölln. Hochinteressante Antworten. Die erste Antwort ist fast noch anständig, weil sie das Schicksal, Schicksal in Anführungszeichen, was die Schule und die Gesellschaft ihnen bereitet hat, annimmt und sagt, naja, dann werde ich halt Hartz IV.
Das ist für mich vorgesehen, was anderes ist für mich nicht vorgesehen als diese Armutsexistenz, also werde ich das. Dealer, der Nächste sagt, in der Gesellschaft nach ihren Regeln werde ich nicht, also muss ich versuchen, außerhalb der Regeln zu was zu kommen. Und die dritte Abteilung ist die, die mir einen wunderbaren Übergang beschert. Ich werde Rapstar von Neukölln. Und dann laufen sie auch schon rum, als seien sie welche. Das sind diejenigen, die aus der Schule was anderes machen als Schule. Die machen aus der Schule eine Plattform der Selbstdarstellung, der Selbstinszenierung. Man muss eigentlich genauer sagen, sie machen aus der Schule eine Plattform für den Versuch der Selbstdarstellung als Siegertyp. Sie versuchen als Verlierer den Beweis anzutreten, als gelehrige Schüler der Konkurrenzmoral, hierzulande muss man Sieger sein, als Verlierer mit Mitteln, mit untauglichen Mitteln, die deswegen notwendigerweise roh und brutal und dumm sind, sich als die Siegertypen zu inszenieren. Das geht natürlich nur für ihresgleichen. Sie imitieren, das ist manchmal richtig peinlich, sie imitieren Selbstdarstellungstechniken der Reichen, aber ohne die Mittel der Reichen zu haben. Ja, welche Mittel haben sie denn noch? Weder haben sie Geld, weder verfügen sie über Reichtum, noch verfügen sie über Amtsgewalt. Man darf sich nicht wundern, dass dann dass dann rohe Gewalt, Natur, Physis, also das Einzige, was an ihnen noch dran ist, nebst einigen Verlängerungen in Form von Klappmessern und Ähnlichem, ins Spiel gebracht wird. Das sind dann die Instrumente, mit denen sie als Verlierer sich inszenieren, peinlich inszenieren als das glatte Gegenteil. So leben sie in der Schule, in solchen Schulen, ihren Anerkennungswahn aus. So praktizieren sie ihren ohnmächtigen Selbstbewusstseinskult. Immer, wie gesagt, auf der gelernten Spur hierzulande muss man Sieger sein. Das hat jeder als Recht, ich ja wohl auch. Und das inszeniere ich jetzt in dieser kleinen Gemeinschaft von Aussortierten. Also ich meine, es ist doch ein Unterschied, ob ich mir als so ein Schüler vornehme, dass ich Rapstar werde. Weil du das jetzt in einem oder unter dem gleichen Punkt behandelt hast, dass es um Selbstdarstellung geht, da ist doch ein Unterschied, ob ich sage, ich will jetzt ein toller Typ sein und denke dann daran, dass ich eben Erfolg habe, denn Rapstar hat ja schließlich Erfolg und zwar auch gesellschaftlich anerkannten Erfolg. Da verstehe ich irgendwie noch nicht so, inwieweit das Gleiche sein soll oder wie das dann geht, wenn man sagt, also ich bin sowieso der Geiste, weil ich alle anderen niederprügel, ummiete oder weil ich der Chef im Ring quasi, wo die sich immer prügeln oder das größte Messer habe und so. Also wie sozusagen dieser Übergang, wie man auf die Gewalt, auf die direkte Gewalt kommt. Du hast das jetzt gesagt, naja, es geht nur darüber, weil sie eben keine anderen Mittel haben. Ja. Das leuchtet mir irgendwie nicht ein. Also man kann sich ja auch andere Zwecke setzen. Natürlich kann man sich andere Zwecke setzen, aber die haben sich nun mal gerade den Zweck gesetzt. Das ist ja gerade das, was ich kritisiere. Sie haben sich als Schulverlierer den Zweck gesetzt, sich als was anderes darzustellen, als sie sind. Ja gut, man kann ja auch, ist ja mal hin gewesen, man kann ja auch irgendwie anecken wollen oder was Besonderes sein wollen, indem man was so als Pranker entgegen rennt. Ja. Da ist man ja noch nicht beim Klappmesser. Richtig. Ja, da gibt es hübsche Varianten. Jetzt nochmal, ich will den, man kann zum Beispiel auch der Coolste sein, indem man sagt, heute Nacht habe ich fünf Mädchen vernascht. Es geht übrigens bei Mädchen genauso. Heute Nacht habe ich fünf Jungs vernascht. Diese Abteilung fängt an mit der Praktizierung der Konkurrenz über das Einwerben von Anerkennung. Diese Sorte Selbstdarstellungskult lebt aber davon, dass es welche gibt, die mich darin anerkennen, die sagen, oh toll. Oder diese Modenklamottengeschichten. Immer die neuesten Nike-Schuhe, wo man sie nicht leisten kann, also muss man sie klauen. Oder zocken.
lebt davon, dass der andere sagt, Mensch, der hat die neuesten Markenklamotten. Wenn dies aber von mehreren gemacht wird, wenn es von allen gemacht wird in der Clique, dann ist dieses Instrument der Einwerbung von Anerkennung zur Bedienung dieses Selbstbewusstseinskults stumpf geworden. Dann gibt es einen Übergang. Es kann sein, dass du den erfragst. Dann gibt es einen Übergang. Wenn die Anerkennung von dem Publikum, was ich da habe, die Mitschüler, die genauso bescheuert und roh und dumm sind, wie derjenige, der den Zirkus da abzieht, nicht mehr kommt die Anerkennung. Als Resultat ihres freien Anerkennungswunsches wird sie erzwungen. Dann wird sie erzwungen. Ich sorge dafür, dass du mich anerkennst. Ich will das mal an einem Beispiel machen. Ich war Zeuge einer Gerichtsverhandlung in Bremen vom Jugendgericht, wo zwei jugendliche Hauptschüler einen kleineren Schüler mit Messern traktiert haben. Die haben ihn richtig bis aufs Blut gequält. In der Verhandlung mit einem einfühlsamen Jugendrichter kam nachher raus zweierlei. Erstens auf die Frage, warum macht ihr das? Haben die eine zutreffende, weil die Sache richtig charakterisierende Antwort gegeben. Die hieß nämlich, wir wollten auch mal mächtig sein. Das ist eine zutreffende Antwort, weil sie die Ohnmacht, in der sie ständig leben, genauso charakterisiert wie den albernen Wunsch, ohne Mittel zu haben, ohne über Machtmittel zu verfügen, sich als mächtiger zu fingieren. Und noch was anderes kommt raus. Dass natürlich dieses Gefühl der Machtausübung dann weg ist, wenn das rohe Spiel aufhört. Der Jugendrichter fragte weiter, ja, aber hört mal zu, das ist doch ungeheuerlich. Ihr habt den, obwohl er geschrien hat, weitergequält. Da haben die gesagt, das übersetze ich jetzt mal, die haben es nicht so richtig rausgekriegt, das ist halt auch ein Klassenproblem. Die haben zum Ausdruck gebracht, dass der Spaß ja denn vorbei ist, wenn man aufhört. Dann ist ja das Gefühl weg. So, jetzt haben wir das. Mehr kann ich zu deiner Frage nicht sagen. Das ist nochmal ein extra Übergang, den ich jetzt charakterisiert habe. Ich würde aber, das geht jetzt wahrscheinlich nicht auf deine Frage, trotzdem nochmal das Gewaltproblem getrennt ansprechen, weil ich meine, mehr gibt es zu dem ganzen Zeug Gewaltausübung gar nicht zu sagen, als ich jetzt eben gerade gesagt habe. Ich halte also die Frage, wie kommt es zu den Ausbrüchen von Gewalt? Und diese Frage durchzieht die gesamte Literatur zu dem Thema. Wie kommt es zu diesen Ausbrüchen von Gewalt? Für eine falsche Frage. Weil sie nicht fragt, und das wäre die richtige Frage, und die habe ich eben unter der Hand beantwortet, weil sie nicht fragt, welche Anliegen treiben diese Kids, die sie zu diesem Mittel Gewalt führt. Die interessieren sich die gesamte Literatur von Heidenmeier über Hobelmann bis hin zu, wen gibt es hier, weiß ich nicht. Die Sachen, die du mir da geschickt hast, was haben die hier? War das GEW? Ja. Bis hin zu GEW-Publikationen interessieren die Gewaltproblematik getrennt von den Anliegen, für die Gewalt das Mittel ist. Das unterstellt immer, die würden Gewalt wegen Gewalt ausüben. Das ist ein Quatsch. Das macht kein Mensch. Gewalt als Selbstzweck gibt es nicht. Gewalt ist immer Brechung des fremden Willens, ist immer das Mittel, dem ein ganz bestimmtes Interesse, was man von dem anderen erzwingen will, vorausgeht. Und dieses Anliegen habe ich jetzt entwickelt, nochmal ein bisschen ausführlicher auf Ihre Frage. Wir wollen auch mal mächtig sein. Ja, das ist das Anliegen, das diesen Übergang enthält. Sie sind, ich sage es nochmal, sie wollen das sein, sie wollen sich ohnmächtig, wie sie gemacht worden sind, als das Gegenteil fingieren. Sie sind nicht Inhaber von Amtsgewalt, sie sind nicht Inhaber von anderen Mitteln, die in der Gesellschaft was gelten. Da liegt es nahe, dass sie zur physischen Gewalt greifen. Deswegen ist auch diese Aufregung, um Gottes Willen, dieses Erschrecken vor der Rohheit ist, ich sag's mal so, objektiv verlogen. Objektiv verlogen. Will niemandem subjektiv nahe treten. Dieses, wie können die Kids nur so roh sein, lebt nämlich von dem Zusatz, der unterstellt ist, den muss man gar nicht dazu sagen. Er lebt von dem Zusatz, wo doch Gewalt bei uns verboten ist und außerdem noch moralisch geächtet ist.
machen sie das trotzdem. Was ist denn da mit der deutschen Jugend los? Und da gibt es die Übergänge in die Sozialpsychologie. Die haben irgendwie eine angeborene Gewaltbereitschaft, bei denen liegt ein Aggressionspotenzial vor und ähnliches Zeug. Lauter Fragen, auf die man kommt, wenn man die Frage von vornherein falsch stellt. Und nicht richtig fragt, warum, was sind Ihre Anliegen, was sind Ihre Zwecke, was sind Ihre Interessen, die Sie jetzt mit Gewalt verfolgen. Ich muss sagen, objektiv verlogen, deswegen, weil... Was lernen denn die Kids in dieser Gesellschaft über Gewalt? Was lernen sie denn hier? Sie lernen nicht etwa, dass Gewalt nicht erlaubt ist. Sie lernen, dass es befugte und unbefugte Gewalttäter gibt. Sie lernen also, dass Gewalt ein Mittel, ein zugelassenes Mittel in der Gesellschaft ist, wenn sie von Befugten ausgeübt wird. Was lernen sie über die Befugnis? Wer ist denn befugt? Befugt ist erstens derjenige, der seine Gewalt mit guten politischen Argumenten ausstatten kann. Ein Krieg führt man zum Beispiel nicht, weil man ein Aggressionspotenzial in sich hat, das man nicht beherrschen kann, sondern um die Heimat zu verteidigen. Ein klasse Grund. Also man muss einen anerkannten politischen Grund haben, dann ist man befugt. Reicht aber noch nicht. Das Wichtigste an der Befugnis ist nicht der politische Grund, sondern die Verfügung über Stärke. Ja, und deswegen sind diejenigen hier befugt zur Gewaltausübung, die das Gewaltmonopol haben. Das ist fast eine Tautologie. Deswegen lernen die Kids unter der Hand, das zeigen sie in ihren Spielen. Deswegen, nur deswegen, muss man also erstens für sich gute Gründe haben. Und die haben einen guten Grund für sich, der ist ganz falsch, aber es ist ihr guter Grund. Sie wollen sich als das Gegenteil präsentieren, mal ein bisschen aufführen, als das, wozu sie gemacht worden sind. Das ist ihr guter Grund, der ihnen fast so etwas wie ihr Privatrecht vorkommt. Und zweitens müssen sie dafür sorgen, dass sie die Stärkeren sind oder sich zur Ausübung der von Ihnen aus jetzt für befugt geltenden Gewalt schwächer aussuchen. Das lernen Sie. Der Bürger lernt also von Kindesbeinen an über Gewalt Folgendes. Erstens ist Gewalt nicht erlaubt. Das gilt aber für diejenigen, die Gewalt verbieten, gerade nicht. Die erlauben sie sich nämlich. Drittens muss man gute Gründe haben oder welche, die als gute Gründe anerkannt werden. Und als gute Gründe werden sie vor allen Dingen deswegen anerkannt, weil die befugten Gewalttäter sowieso das Gewaltmonopol haben. Also über die überlegene Gewalt verfügen. Das heißt, der ganze Witz an der bürgerlichen Staatsgewalt ist, der Erfolg im Einsatz der Gewalt gibt Recht, gibt Befugnis. Soweit zu der Gewaltfrage. Jetzt ganz kurz noch, wenn ich noch darf, eben die Frage nach den Überlegungen, die nachher angestellt worden sind. Mir wäre es lieb, wenn man mal Licht machen kann, weil ich kann mein Gekrakel nicht mehr lesen. So, jetzt war unmittelbar nach der Rütli-Debatte oder zugleich mit Ihrem Aufmachen, was tun, was machen wir jetzt? Na, die eine Abteilung, die habe ich schon genannt, die ich mit Bildzeitung und Integrationspolitik bezeichnet habe. Das ist die Abteilung, die von vornherein, ich sag's mal, nicht pädagogische Mittel favorisiert. Polizeipräsenz an den Schulen, Nulltoleranzstrategien in Schulen und Vierteln. In Bremen gibt es in Hauptschulen inzwischen schwarze Sheriffs, die durch die Gänge und auf dem Schulhof rumpatrouillieren. Verschärfung der Ausländerpolitik, gerade auch in Sachen Integration. Sie wissen es, Integrationsauflagen nicht erfüllen, heißt hierzulande entweder Abzug von Sozialleistungen oder gleich abschieben. Dann gab es aber noch eine andere Abteilung. Das sind die pädagogischen, die schulpolitischen Mittel, die dann vor allen Dingen von den Schulbehörden und den Lehrern vorgestellt worden sind. Ich will mal einen impliziten Vorschlag der Lehrer der Rütli-Schule vorlesen.
Die haben in ihrem Brief geschrieben, ich zitiere jetzt nur einen Satz, wer den ganzen Brief haben will, muss einfach ins Internet gehen, auf meiner Homepage habe ich ihn auch drin. Da stellen sie eine rhetorische Frage. Die rhetorische Frage heißt, welchen Sinn macht es, dass in einer Schule, alle Schüler gesammelt werden, die weder von den Eltern noch von der Wirtschaft Perspektiven aufgezeigt bekommen. Ein Satz, den man sich in seiner Gemeinheit ein bisschen genauer vornehmen muss. Es ist ein Satz, der zu verstehen gibt, dass diese Rugby-Lehrer eine Ahnung haben davon, was mit diesen Kindern los ist. Welche Perspektive haben die in dieser Gesellschaft haben, nämlich überhaupt keine. Dass sie in die Hauptschule abgeschoben und von dort in die Armut und Kriminalität abgeschoben werden oder abgleiten, muss man ja da sagen. Das wissen sie. Und was ziehen sie für einen Schluss daraus? Uns interessieren nicht die Probleme, die die Kids haben, die die Gesellschaft ihnen gemacht hat, sondern die Probleme, die die Kids uns machen. Nur das interessiert sie. Steht das in dem Brief drin? Nein, das steht da nicht drin. Jetzt kommen die Verteidiger. Ich will mal sagen, wie es da drin steht. Erst hast du zitiert und dann... So, jetzt. Nein. Ich bin noch nicht fertig mit der Analyse. Die erste Hälfte des Satzes. Ja, was ist denn damit, was ist denn da gesagt? Sie fragen, welchen Sinn macht es, dass in einer Schule alle Schüler gesammelt werden? Welche? Welcher Vorschlag ist das? Das ist ein Vorschlag, der in anderer Weise von der Schulpolitik auch aufgegriffen wird. Müssen wir nicht diese Hauptschulen auflösen in alle anderen? Das ist eine, ich nenne mal Schulpolitik der Verdünnung. Ein Verdünnungsprinzip. Wenn wir die radikalen Störquellen verteilen auf die anderen Hauptschulen, dann reduzieren wir das Störelement ein bisschen. Dann sind nicht mehr alle Störquellen in dieser einen Schule vereint gesammelt, sondern werden auseinandergerissen und auf die einzelnen Schulen verteilt. An der Lage der Schüler ändert sich nichts. Überhaupt nichts. Exakt, das ist in diesem Satz ausgesagt. Zitieren Sie doch mal den Satz, wo steht, dass die Schüler auf alle anderen Hauptschulen verteilt werden sollen. Den Satz, Sie müssen Sie mal eben vorlesen. Welchen Sinn macht es, dass in einer Schule alle Schüler gesammelt werden? Ja, das ist die Frage. Ich erlaube mir, diesen Satz mir vorzunehmen und ihn mir zu erklären. So, das ist keine Überinterpretation. Die Rütli-Lehrer würden sagen, die Schüler müssen auf die anderen Hauptschulen verteilt werden. Ja, ja. Das steht in diesem Text aber gar nicht so drin. Natürlich steht das da drin. Zitieren Sie doch mal den Satz, oder? Zitieren Sie. Das ist der Satz, den ich jetzt schon 5-mal vorgelesen habe. Was ist denn mitgedacht? Was ist denn gedacht? Ja, sollen sie aufs Gymnasium geschickt werden? Gedacht ist an eine Schule für alle, an eine Art von Gesamtschule. Meine ich ja. Das geht ganz eindeutig aus diesem Text hervor. Ja, meine ich ja. Das ist das Verdünnungsprinzip. Ja, aber Sie haben eben was anderes behauptet, nur um das ganz genau zu machen. Also, wenn wir jetzt über die Differenz zwischen Hauptschule und Gesamtschule uns unterhalten wollen, dann können wir das machen. Ich behaupte, all das, was ich über die Hauptschule im Prinzip gesagt habe, gilt für die Gesamtschule auch. Da können wir noch drüber streiten. Es gibt Unterschiede, die kenne ich. Aber Sie wissen selber, wie in den Bundesländern inzwischen mit Gesamtschulen verfahren wird. Das wissen Sie. Aber nochmal, es reicht mir dieser Satz. Der enthält die Konsequenz, die alle in der einen Schule zu versammeln, das reicht nicht. Verteilung. Jetzt ist es mir wurscht, ob die gedacht haben, es gibt beide Varianten in der Debatte. Auf die anderen Hauptschulen zu verteilen oder eine neue Schulform zu kreieren. Der Witz ist dieses Verdünnungsprinzip. Und der Witz des Verdünnungsprinzips geht eindeutig davon aus, wir müssen die so verteilen, dass sie uns weniger Probleme machen. Es ist nicht der Satz, wir machen das, damit es den Kindern besser geht. Da hätten die was ganz anderes machen müssen. Da hätten die sagen müssen, wir wissen doch, was mit diesen Kindern los ist. Die kommen aus vierfach vorsortierten Verhältnissen, wie ich gesagt habe, müssen wir doch da was tun. Ich will dasselbe nochmal an einem GEW-Material machen, was mir heute in die Hand gekommen, handgedrückt worden ist. Wo habe ich es denn? Hier habe ich es. Das ist diese Seiten, wo ich am Anfang gesagt habe, stimmt, Neukölln ist überall. Da heißt es auch, dasselbe, was ich sagen will, dasselbe, was ich kritisieren will,
Und vor der Kritik ist es mir wirklich wurscht, ob die auf alle Hauptschulen oder auf eine neue Schulform verteilt werden. Chancen haben sie sowieso nicht mehr. Das ist schon mal klar. Werden sie nicht bestreiten können. Da heißt es in diesem Schreiben der GEW: Als großstädtisches Ballungsgebiet gibt es auch in Hamburg Stadtteile, Billstedt, Bahrenfeld, Wilhelmsburg, Vettel, in denen sich ein hoher Anteil von Familien, Migrationshintergrund, sozialer Benachteiligung, Sozialhilfe oder Hartz-IV-Bezug und Armut konzentriert. Hallo. Stimmt. Das ist doch mal eine Aussage. Da ist gesagt worden, da konzentriert sich das Subproletariat, der Pauperismus, der hierzulande. Und dieser Pauperismus ist vor allen Dingen ein Ausländerpauperismus. Jetzt wird aber an der Frage gar nicht weitergemacht. Diese Gesellschaft stellt Armut her, stellt Arbeitslosigkeit her, stellt Geldnot her, stellt Existenzen her, die nicht mehr an das Existenzminimum haben. Die Lehrer interessiert diese Sache nicht, behaupte ich mal ganz hart. Sie machen jetzt was anderes. Sie ziehen jetzt Konsequenzen und schelten den Senat dafür, dass er ihnen nicht genug Geld für die Schulen gibt. Das ist die Quintessenz dessen, was dann nachher kommt. Sprachförderung gekürzt, Ganztagsschulen gekürzt. Na, hier übrigens, Ganztagsschulenmittel gekürzt. Gekürzt, das ist überall so, ja, zu ihrer Ganztagsgeschichte. Gebühren an Vorschulen und so weiter und so fort. Das wird kritisiert, das kann man auch kritisieren. Das sehe ich durchaus. Aber angesichts des Befundes, mit dem dieser Text losgeht, der Klarheit stiftet über die Lage dieser Menschen, ist die Beschwerde der Lehrer, die Kürzungen des Senats machen uns in der Schule das Leben schwerer. Eine, was sage ich jetzt, Charakterlosigkeit, sage ich mal. Das ist die Kennzeichnung der Debatte, die nachher schulpädagogisch und schulpolitisch läuft. Überall weiß man, mit welchen Leuten man es zu tun hat. Man weiß, wie die Gesellschaft mit diesen armen Hunden umgesprungen ist. Und sagt, aber das ist gar nicht das Problem. Das Problem ist ein anderes. Wir müssen in der Schule in die Lage sein, mit dem Problem, was sich daraus ergibt, in der Schule umzugehen. Das ist die ärgerliche Verwechslung der Lehrer und der Schulpolitiker, die überall gemacht werden. Deswegen, mein letzter Punkt, dann können wir in die Debatte einsteigen. Finde ich es leider nur konsequent, wenn im selben Text davon die Rede ist, wenn ich das überinterpretiere, müssen mich die GEW-Kollegen kritisieren. Wenn es hier im Text heißt, es liegt auf der Hand, dass das Gefühl, nicht gebraucht zu werden und keinen Platz in der Gesellschaft zu finden, zu Resignation und Aggression führen könnte. Das Gefühl, nicht gebraucht zu werden. Ich denke, der Skandal ist, sie werden nicht gebraucht. Und nicht etwa, dass sie ein Gefühl haben, was zusätzlich ihnen noch Klarheit darüber verschafft. Deswegen gibt es eine dritte Abteilung innerhalb der gesamten pädagogischen Diskussion, die heißt, wir müssen ihnen das Gefühl vermitteln, dass sie doch wer sind, obwohl sie schon längst zum sozialen Müll erklärt worden sind. Übrigens, der Begriff dafür heißt Erziehung zur Frustrationstoleranz. Erziehung zur Frustrationstoleranz. Das gibt es in verschiedenen Varianten. Frustrationstoleranz heißt, ihr sollt euch Toleranz gegenüber dem Frust, Toleranz zu dem Frust stellen, den ihr habt, weil andere euch zum sozialen Müll erklärt haben. Ihr sollt euch den Gedanken machen, das ist jetzt wieder die Konkurrenzmoral, dass ihr auch Menschen seid, dass ihr immerhin eine Würde habt, dass ihr anständig seid, dass ihr vielleicht mehr praktisch begabt seid und so weiter und so fort. Lauter Abteilungen, mit denen diese Schüler betrogen werden und sich selbst betrügen sollen. Das ist nichts anderes als der harte Kern der Erziehung zum Selbstbewusstsein. Der Erziehung zum Selbstbewusstsein, nämlich zu einem Bewusstsein, das heißt, die Gesellschaft kann mit mir machen, was sie will. Ich finde mich immer klasse. So, das ist der Schluss. Aus dem, was Sie zum Schluss gesagt haben, folgt ja, dass wenn man als Lehrer sich engagiert und irgendwie anbietet für Schüler an Hauptschulen, dass die sich ja besser fühlen, wie Sie es ausgedrückt haben, dass man eigentlich damit das System ja nur stützt und Kosmetik betreibt. Und dass man eigentlich, dass das komplette System umkrempeln müsste, um wirklich was zu tun und zu bewegen. Ja?
Ich kann mich diesem Schluss, den Sie jetzt gezogen haben, nicht ohne weiteres entziehen. Ich will es mir mal anders sagen. Die erste Abteilung ist mir wichtig von dem, was Sie gesagt haben. In der Tat, wenn man den Auftrag des Lehrers, den ich jetzt charakterisiert habe, erfüllt, ja, dann ist man eine Säule des Systems. Wie lieb man die Kinder auch behandeln möchte, wie sehr man sich mit ihnen auch auseinandersetzt. Als Lehrer kann ich auf keinen Fall die Sortierungen, die einem Kind bereits von ihren Eltern vollzogen worden ist, korrigieren und habe sogar den Auftrag, eine Sortierung, nämlich die schulische Sortierung, oben drauf zu setzen. Wenn ich mir überlege, jetzt bin ich nun mal in dem Beruf, was kann ich denn machen? Dann muss ich mich von der Rolle, von dem Auftrag verabschieden. Ich muss irgendwas ganz anderes machen. Das möchte vielleicht in die Richtung gehen, deswegen habe ich ja gesagt, aufpassen, das ist das Produkt dieser vierfachen Sortierung. Die stellt dieses Elend an den Menschen her. Übrigens nicht nur an dem, sondern an den deutschen Armen, an den deutschen Lohnarbeitern genauso. Das darf man ja nicht vergessen. Ja, da muss man überlegen, was man nur will. Will man sagen, ich will eine Schule, in der diese Kinder nicht auffallen und vielleicht doch noch ein bisschen mit Lesen, Schreiben, Rechnen rauskommen, damit sie die Strafbefehle und die Pfändungsbescheide auch lesen können, die sie kriegen? Das ist ja ein Zeichen von Gesellschaftstauglichkeit, dass man das dann kann. Oder mache ich gleich den Übergang, die Störer, da gibt es übrigens wunderbare Schulexperimente schon, in Stuttgart gibt es gerade, verweise sie gleich in das nächste angebaute Haus, diese Jugendaufbewahranstalten, betreutes Wohnen, Jugendhäuser und so weiter und so fort. Da muss man sich entscheiden. Ja, ein Jurist, eine Anmerkung, eine Frage. Zunächst mal Chancengleichheit und die Forderung nach Chancengleichheit setzt ja eine real existierende Ungleichheit logisch voran. Ja. Für jeden Verfassungsjuristen ist klar, dass Erfüllung des Gleichheitsgrundsatzes heißt, gleiche Fälle werden gleich, ungleiche Fälle müssen ungleich behandelt werden. Wer gleiche und ungleiche Fälle gleich behandelt, verstößt, das weiß jeder Jurist, gegen den Gleichheitsgrundsatz. Das heißt, wenn ein Lehrer von der Schulbehörde gezwungen wäre, ungleiche Fälle gleich zu behandeln und nicht ungleich, wird er veranlasst, gegen den Gleichheitsgrundsatz zu verstoßen. Die Frage, ich bin ein Deutscher, der seit 10 Jahren im Ausland lebt, in Spanien. Was mich wundert hier in der Diskussion ist, dass das Thema Vorschule, Ganztagsschule offenbar nicht wirklich in der Diskussion ist. Dort, wo ich lebe, kommen Kinder mit 3 Jahren in die Vorschule, in eine Ganztagsschule, wenn die schulpflichtig werden, mit 6, können die alle fließend Spanisch, und wenn wir in Katalonien leben, können sie Castellano und Catalano. So, dass sie in der Schule, in der Grundschule, wie man das dort nennt, dem Unterricht folgen können. Ich glaube, dass dadurch enorm viele Probleme vermieden werden und dass dieses ein erhebliches Stück zur Chancengleichheit beitragen könnte. Warum wird dieses Thema in Deutschland, ist es nur die Sentimentalität der Eltern, die sagen, das Elternrecht darf nicht sozusagen sozialisiert werden, die Kinder müssen möglichst lange im Schoß der Familie bleiben, oder was sind die Gründe, dass eine so vernünftige Sozialisation, wie dort ist, hier nicht stattfindet? Man kann nicht sagen, dass die spanischen Kinder nicht sprachfähig sind, nicht selbstbewusst sind. Im Gegenteil, wenn man sie mit deutschen Kindern vergleicht, dann staune ich immer wieder, wie rhetorisch gut dort schon Kinder mit 6, 7 Jahren sich verhalten und ja. Darf ich gleich dazu sagen? Die Debatte über Ganztagsschule und Vorschule läuft hier, und zwar seit Pisa. Dazu was. Die Ganztagsschulen, von denen habe ich eine ziemlich schlechte Meinung, weil so wie sie geplant sind sie nämlich geplant als Reduzierung des Problems, das entsteht, wenn Kinder, die aus diesen einkommensschwachen, bildungsfernen Familien kommen, nachmittags unbeaufsichtigt durch die Viertel streuen.
Dann wird Lidl ausgeräumt, dann gibt es Bandenkriege, da werden Müllcontainer angezündet, kennt man ja aus den hiesigen Vorfällen. Die Ganztagsschule ist nicht zufällig, von der Frau Buhlmann noch bevorzugt für sogenannte Problemviertel anvisiert worden. Das ist nichts anderes als, holen wir die von der Straße, die Kids. Wenn schon die Eltern keine Zeit oder kein Interesse an ihren Kindern haben, keine Zeit, weil die Mütter drei Teilzeitjobs nacheinander machen müssen oder gleich kaputt mit der Flasche vom Fernseher liegen, holen wir die Kinder in die Schule, sind sie wenigstens unter Aufsicht. Woran man merken kann, dass das Ganztagsschulkonzept hierzulande nicht vorhat, Defizite, die die Schule an den Kindern herstellt, auszuräumen, ist ein Argument, das man ganz einfach haben kann. Wenn nämlich das Bewusstsein vorherrschen würde, vormittags werden Defizite erzeugt, die man nachmittags korrigieren muss. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir noch vormittags an. Das ist das zentrale Argument dafür. Es sind Aufbewahrungsanstalten, die Kinder von der Straße holen. Das ist das zentrale Anliegen. Es gibt eine andere Abteilung von Ganztagsschulen, die gibt es auch, die ranken sich um Gymnasien, wo die frühpensionierten Väter den Kindern ihre Hobbys nahebringen, Geologie oder Computer, oder das wissen die Kinder besser, aber was weiß ich. Noch ein kurzes Wort zur Vorschule. Auch die Vorschule wird in zunehmendem Maße zum Thema. In einigen Bundesländern kann man im Schulrecht nachlesen, da heißt es, Vorschulen sollen eingeführt werden, damit die Einschulung der Schulpflichtigen früher und reibungsloser verlaufen soll. Es ist so etwas wie, die Vorschulen sollen dafür sorgen, dass wenn schon die Familien zerstört werden, durch Hartz IV und so weiter, wenn schon die Familien zerstört werden, dann soll man durch eine vorgeschaltete Abteilung etwas versuchen, was in die Richtung geht von Herstellung von Schulfähigkeit, und zwar möglichst mit dem Resultat, dass die früher eingeschult werden. Frühere Einschulung ist übrigens in fast allen Bundesländern inzwischen auf der Tagesordnung, in einigen wird es schon eingeführt. Das hängt halt mit dem Prinzip der Effektivierung des ganzen Systems zusammen. Früher einschulen heißt früher raus heißt früher im Berufsleben heißt länger im Berufsleben, und mit kürzerer Ausbildung, länger im Berufsleben spart denjenigen, die Leute beschäftigen, viel Geld, weil für schlechtere, kürzere Ausbildung zahlt der Mensch weniger. So, das ist so wird heutzutage hier über Vorschule geredet. Dass die Spracherziehung für Migranten- und Ausländerkinder damit drunter fällt, das stimmt. Aber ich sage nochmal, wer wissen will, was der Witz an dieser Spracherziehung für Ausländerkinder ist, soll sich mal anschauen, wie das bayerische Konzept funktioniert. Das bayerische Konzept bringt in Nutsche zur Geltung, was die wollen. Die vorschulische Spracherziehung hat immer nicht nur die Seite, die müssen die Sprache können, damit sie überhaupt in der Schule mitkommen. Sondern es hat immer die Seite, das ist ein Test auf die Bereitschaft und Fähigkeit der Eltern, etwas für diese Spracherziehung mitzuleisten. Bei Stoiber in Bayern richtig mit der Drohung, mit der erpresserischen Drohung verbunden, wenn ihr euer Schäflein nicht beitraft, dann ist es klar, dann wollt ihr nicht. Dann habt ihr hier auch nichts verloren. Sie sprachen ja am ersten Teil Ihres Vortrags zur Grundschule und sagten da ja auch völlig zu Recht, dass Schüler mit ungleichen Voraussetzungen in die Grundschule gehen. Ich wollte Sie nochmal ganz konkret fragen, was Ihre Vorstellungen sind da, um dieses Problem zu beheben. Also auch als bildungspolitische Vorschläge. Also man kann sich ja Verschiedenes da ausdenken. Man könnte eben für die Kinder mit den ungünstigeren Voraussetzungen viel mehr Unterricht machen, wird ja zum Teil schon gemacht durch Förderunterricht, das könnte man natürlich sehr viel stärker machen. Man könnte die Noten oder überhaupt Leistungsrückmeldungen völlig abschaffen, man könnte den Schülern auch mehr Grundschuljahre zur Verfügung stellen und so weiter. Sie sind ja nun auch Pädagogikprof, glaube ich, gewesen und haben ja auch so gearbeitet. Ich würde gerne wissen, was sind Ihre Vorstellungen da, wie man mit dieser Situation umgehen soll. Interessant an Ihrer Frage ist,
dass sie mit den ungleichen Voraussetzungen angefangen haben, aber im zweiten Satz von den ungleichen Voraussetzungen von denen weg waren. Doch, doch, sie haben sofort innerhalb der Schule versucht, Vorschläge anzudeuten, was man machen kann. Weniger Noten, mehr fördern und so weiter und so fort. So, merken Sie nicht, das ist genau die Verschiebung des Problems, von der ich am Schluss geredet habe. Sie wissen um die Lage der Leute und sagen, die Auswirkungen dieser Lage in der Schule, die ist mir ein Anliegen, aber nicht die Lage der Leute. Mir ist die Lage der Leute sehr wohl. Gut, dann reden wir über die Lage der Leute. Dann reden wir über die der Kinder und ihrer Familien. Na klar, weil die sind nicht alleine von sich aus, sondern als Kinder der Familie in die Lage gekommen. Und als Resultat der Sortierung in der Hauptschule. Dann reden wir über die. Dann haben wir das Problem, Massenarmut in Deutschland konzentriert bei Ausländern in bestimmten Vierteln. Was machen wir dagegen? Stellen Sie doch mal die Frage. Ich möchte aber diese Frage. Nein, das ist die falsche, habe ich Ihnen gerade gesagt. Das ist eine falsche Frage. Aber Sie definieren, was falsch und richtig ist. Nein, ich habe, schauen Sie, können Sie es einfach mal aushalten, dass andere auch eine Meinung haben. So, war die Frage damit aus der Welt? Nein, das ist überhaupt nicht aus der Welt. Kein bisschen aus der Welt. Ich sage nur, Sie fangen mit einer Diagnose gesellschaftlicher, ökonomischer Natur an. Sie geben ein zutreffendes, in Kurzfassung ein zutreffendes Bild davon, wie Leuten hierzulande mitgespielt wird. Und verwandeln das Ganze in die Frage der schulischen Behandlung der Auswirkungen und nicht der Armutsbekämpfung. Mir kommt es so vor, nachdem ich Ihre Eingangsworte gehört habe, da haben Sie gesagt, dass sich die Lehrer, die ja nicht so zahlreich hier sind, doch bitte so verhalten sollen, dass sie von ihren eigenen Problemen erstmal nicht so viel erzählen. Und das erscheint mir, wenn ich den Titel jetzt betrachte, als wenn es die Unregierbarkeit der Schulpraktiker durch die Hochschullehrer gerade sich hier abspielt. Das heißt, was wir hier eigentlich diskutieren wollen, ist doch, welche Rolle, und das wissen Sie ja auch als Hochschullehrer im Bereich der Pädagogik, spielt eigentlich der Lehrer? Und welche hat er immer gespielt? Jahrhundertelang. Er hatte immer eine zwiespältige Rolle zwischen Staatsdiener und Avantgarde. Das kann man ja sogar an unterschiedlichen revolutionären Umwälzungen definieren. Und Ihr Staatsverständnis, soweit Sie es heute ausgeführt haben, beinhaltet meines Erachtens überhaupt keine Diskussion, wie gesellschaftliche Umwälzungsprozesse sich einerseits zeigen oder wie man sie auch forcieren kann und welche Stellung ich als Hochschullehrer beziehungsweise ich persönlich jetzt als Lehrer in diesem Prozess haben kann. Das heißt, wenn Sie sozusagen gewerkschaftliche Vorschläge zur Einführung der Vorschule, der Ganztagsschule, zum Protest gegen die Gebührenerhebung in der Vorschule, zum Protest gegen die 80%ige Absenkung der Versorgung der Ganztagsschulen sozusagen nur auf die Befindlichkeit der Lehrer herunterbrechen, dann haben Sie überhaupt nicht im Blick, dass es eine gesellschaftliche Auseinandersetzung ist, die in diesem Bereich genauso wie in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen zurzeit geführt wird. Das Gleiche gilt meinetwegen für den Streik in dem pädagogischen Bereich. Das heißt, es ist doch in Bremen und in Hamburg unähnlich, dass auch Beschäftigte in den pädagogischen Einrichtungen zurzeit streiken. Nach dem, was ich von Ihnen gehört habe, erscheint es mir ja fast so, als wenn Sie meinen, dass diejenigen für ihre eigenen sozusagen Besserstellung streiken. Wenn Sie das mal machen würden. Auf Kosten derjenigen, die Sie unterrichten oder die Sie erziehen. Und mir ist das zu platt, was Sie so sagen. Also wenn Sie sagen, letztlich wollen die beiden, ich nehme nur ein Beispiel jetzt aus dem ganzen Vortrag, sonst würde ich ja selber einhalten. Wenn ich nur dieses Beispiel Ganztagsschule nehme, das Sie angeführt haben, was ja ein Redebeitrag, Beispiel Spanien, kenne ich mir nicht aus, also nehme ich nur zur Kenntnis, was gesagt worden ist, und beschränken dann das auf die Lidl-Räuber. Das heißt also, die Auseinandersetzung, dass die Mittelumschichtung in den Schulen stattgefunden hat, von den Schulen der Armen, nenne ich die jetzt mal, Hauptschulen und so weiter, auf die Schulen der Reichen, nämlich auf die Gymnasien. Ja. Das heißt, die Einrichtung der Ganztagsschulen ist ein Umwälzungsprozess gewesen, nicht so wie ich ihn möchte. Der hat sich von arm auf reich verschoben, wie vieles in dieser Gesellschaft. Das kann ich dann deutlich machen.
Von daher muss ich das als erstes nennen und nicht sagen, die Ganztagsschulen sind dafür eingerichtet worden, die Anzahl der Nebelräuber herabzusetzen. Denn das hieße ja sonst implizit, die kommen alle aus dem Gymnasium. Nein, um mit dem letzten Punkt anzufangen, es ist ein Missverständnis. Die Situation in Hamburg, dass dort Gelder für die Ganztagsschulen aus den Problemvierteln gestrichen werden, dass die sozusagen dann aufhören, dass mehr Ganztagsschulen mit einer ganz anderen Auftrag, sich zum Beispiel an die Gymnasienranken, Profilierung der Gymnasien etc., lässt für mich nur folgenden Schluss zu. Offensichtlich ist der Schulpolitik die Bewältigung des, ich nenne es mal zusammengefasst, Rütli-Problems und der Rütli-Schule nachmittags viel zu kostspielig, wo sie doch Einrichtungen haben, die es schon längst dafür gibt, die sich dieses Problems des Nachmittags annehmen können. Wozu haben wir denn die Polizei? Wozu haben wir denn das Jugendrecht? Wozu haben wir denn die Jugendrechtsverschärfung? Wozu haben wir denn die Polizei, habe ich schon genannt, die Jugendaufbewahrungshäuser? Was ich damit sagen will, die Bundesländer, die sagen, Ganztagsschulen in den Problemvierteln, das bringt's nicht. Sagen, dann müssen wir auf die Polizeigewalt, auf die Staatsgewalt zugreifen und die muss dafür sorgen, dass nachmittags ein Viertel Ruhe herrscht. Den Schluss ziehe ich daraus. Dass dann andere Ganztagsschulen am Gymnasium angehängt rauskommen, das stimmt, das ist ein anderes Kapitel. Jetzt aber noch zwei Sachen zu dem anderen. Ach, wissen Sie, der Lehrer zwischen Staat und Avantgarde. Der Lehrer ist von Natur aus ein kritischer Mensch. Es gibt keinen Stand, der so kritisch ist wie die Lehrer. Die zentrale Kritik der Lehrer besteht darin, dass sie den Auftrag, den sie haben, zerlegen in zwei Teile. In den Auftrag beibringen und den Auftrag Notengebung. Und immer die Notengebung kritisch deklarieren, als die Verhinderung des Beibringens. Das machen sie seit Jahrhunderten. Und seit Jahrhunderten, ein bisschen übertrieben, fällt ihnen nicht auf, dass offensichtlich ihre Beschwerde über die Notengebung als Hindernis ihres ach so hohen Ziels des Beibringens bei denjenigen, die Schulen einrichten, nicht fruchtet. Deswegen müssen sie immer dieselbe Klage wiederholen und es ändert sich nichts. Statt daraus den Schluss zu ziehen, vielleicht gehen die beiden Sachen ganz anders zusammen. Vielleicht ist doch die Notengebung gar keine Verhinderung des Lernens für die Staatsschule, sondern vielleicht ist das Beibringen in der Staatsschule sowieso nur das Material, liefert sowieso nur das Material für die Notengebung, also für die Selektion. Lehrer sind kritisch und verwandeln das, was der Zweck der Schule ist, in eine schöne Vorstellung von Schule, die Sache nicht trifft, und verwandeln den zweiten Zweck oder den zentralen Zweck der Schule in die Behinderung des eigentlichen erfundenen Zwecks. Deswegen sind Lehrer sehr kritisch, aber Sie merken, diese Kritik hat mit der Kritik der realen Verhältnisse nichts zu tun. Lassen Sie mich noch. Das ist keine Definitionsfrage. Zensuren stimmt es auch nicht. Auch das müssen Sie wissen. Es gibt in der Bundesrepublik Deutschland, nehmen wir nur diese kurze geschichtliche Phase, immer eine Auseinandersetzung, ob es Zensuren gibt oder nicht. Es gibt Phasen, wo man es erreicht hat, bis Klasse 8, das nicht zu haben. Es gibt Phasen, wo das wieder zurückgelaufen ist. Das liegt nicht an den meisten kritischen Lehrern, sondern es liegt daran, dass sich Schule verändert hat in eine Richtung, die sozusagen einer herrschenden Meinung nicht entspricht. Ach, Sie wissen doch, also hören Sie, die paar Schulexperimente, Sie wissen doch selber, und die Verwandlung der Noten in sprachliche, das ist nun mal die Lehre von den Widersprüchen. Ja, nein, das sind keine Widersprüche. Nein, da machen Sie sich was vor. Sie wissen selber, bei allen Experimenten, die es an der Front gibt und bei allen schönen Vorschlägen, die leider nie Wirklichkeit geworden ist, entscheidet sich an der Note, an der Lehrerbeurteilung, was aus den Kindern wird. Es entscheidet sich an der Hauptschulnote, am Ende der Grundschule, an der Beurteilung des Lehrers. Es entscheidet sich an der Hauptschule, ob er überhaupt ein Zeugnis kriegt und was denn da an Kopfnoten neuerdings drin steht. Und es entscheidet sich an der Abiturnote, zu welchem Studium er zugelassen wird. Und an der Hochschulnote entscheidet sich, welchen Beruf er ergreifen kann. Also hören Sie doch mal auf, das so albern zu machen. Übrigens die Sache mit dem, nein, jetzt lasse ich das, mit dem Streik. Ich bin
kein Pädagoge. Ich bin selbst, dann stehe ich auf, ich bin selbst kein Pädagoge. Ich auch. Deshalb nehme ich das so als Laie wahr. Also, Gewalt habe ich immer erlebt in der Schule. Ich habe sogar meine Nase kaputt gemacht. 10. Klasse, ein Burschen, das war ein anderer, ich habe den wirklich die Nase kaputt gemacht. Ich kam aber nicht davon weg, weil ich ein fleißiger Schüler war. diskutiert wurde in Hamburg, soweit ich mich erinnern kann, seit Anfang 90er, die Gewalt in den Schulen. Und interessanterweise wurden Realschüler und Gymnasiasten interviewt. Ich kann mich jetzt an die einzelnen Schulen in Hamburg nicht erinnern. Und die sagten, diese Gewalt, die man ja versucht, von Interviewer aus, von Medien aus, an den Hauptschülern festzumachen, die Gymnasiasten sagten, dieselbe Gewalt gibt es bei uns auch. Und ich habe mich gewundert, dass das so ist. Nur das Verhalten war halt anders beim Interview. Sie waren etwas zivilisierter. Halt. Und ich glaube, die Selektion findet in Deutschland, als ich mit 15 nach Deutschland kam, habe ich sofort die Diagnose gemacht, Mensch, das ist sehr, sehr, sehr ausgezeichnet, das System, auch macht mir Schwierigkeiten. Das ist nämlich das sogenannte dreigliedrige Schulsystem. Ich weiß nicht, warum man jetzt über Ganztagsschulen etc. redet. Ich glaube, Deutschland gehört zu den wenigsten, ja, zu der ist das einzige Land, wo das sogenannte dreigliedrige Schulsystem herrscht. In der Türkei nicht. In der Türkei ist das Schulsystem linear. Grundschule, Mittelschule, Gymnasium, dann kommt die Uni. Und die türkische Unterschicht sind bemüht, ihre Kinder zu 80%, die hier sind, weiß ich nicht, hier kommen alle Probleme hinzu, sind bestrebt aufgrund des Konkurrenzkampfes, dass ihre Kinder möglichst die Uni fertig machen, verdammt nochmal. Im Gegensatz zu den deutschen Arbeitern, die wollen, dass ihre Kinder auch Arbeiter werden sollen. Ich habe mit den Eltern gesprochen, vielen Eltern, seit 66. Aber der türkische Bauer, mein Vater war Schneider, der wollte unbedingt, dass sein Sohn nicht Schneider wird. Ja? Die Bauern, die Schneider, die unteren Schichten versuchen, in diesem Konkurrenzkampf halt so zu bestehen, dass ihre Kinder nicht so gut sind. Und Konkurrenzkampf gibt es auch zwischen Oxford und Cambridge. Ja, klar. Also ist nicht auf der Themse, nicht nur auf der Themse. Hochschulen in Deutschland. Das gibt es in Oxford und Cambridge und da gibt es dieses, jedes Jahr dieses Ruderrennen. Oder dieses Ruderrennen. Und Gewalt an den Schulen. Ich glaube, nicht nur der deutsche Staat, sondern viele Staaten versuchen jetzt, innerhalb kürzester Zeit, innerhalb eines Jahres, viele Probleme gleichzeitig zu lösen. Jetzt versucht man auch die Schulprobleme zu lösen. Und nicht nur in Deutschland übrigens. 2 Monate lang war das in der Türkei ein Problem. 3 Kinder wurden getötet. Man hat, die türkischen Privatsender sind viel, viel fortschrittlicher als die deutschen Privatsender. In der Wiederholung dieser Tatsachen, wie man wen wo erstochen hat, etc. 2 Monate lang haben die türkischen Fernsehen, die Privatsender, das sozusagen gekauft. Das war unmöglich. Also da haben sich die Moderatoren selbst dargestellt. Mich würde das dreigliedrige, die Abschaffung des dreigliedrigen Schulsystems interessieren. Diese Gesamtschuldiskussion, die ich seit 20 Jahren verfolge, ist, glaube ich, daran gescheitert, dass man in der Gesamtschule auch Konkurrenz wieder schaffen wollte, mit A, B, C und so weiter. Also in den Gesamtschulen selbst wurden Gymnasien, Realschulen und Hauptschulen nicht. Und deshalb scheiterte, glaube ich, die Gesamtschuldiskussion, weg mit Gesamtschulen, weg mit Ganztagsschulen, weg mit dreigliedrigen Schulen. Die Schulen sollen so sein, wie sie sind. Hauptschule, Grundschule meinetwegen, Realschule und Uni. Und die Sprache, Rolle der Sprache. Man will vieles an den Ausländern versuchen festzumachen, ob es Arbeitsprobleme sind. Jetzt ist man bei den Schulen angelangt. Und man will, dass die Kinder in den Pausen, in den Höfen,
Gottes Willen nicht türkisch miteinander redet. Vor zwei Tagen war ich in der U-Bahn, da habe ich mir die zwei türkischen Burschen angehört, wirklich, die haben sich Deutsch unterhalten. Die haben sich untereinander Deutsch unterhalten. Das waren 16-jährige, 17-jährige Mädchen. Aber natürlich ist auch 50% türkisch, 50% deutsch, aber die haben sich überwiegend Deutsch unterhalten. Jetzt will man sie auch auf den Schulhöfen kontrollieren und es soll bis zur Abschiebung gehen, wo ich merke. Also erst sollen sie verbannt werden, zweite Verwarnung, wenn es dann nicht geht, Abschiebung. Das heißt Training von den Eltern, von kleinen Jungen und Mädchen. Ja, also soweit bis jetzt. Ich mach's kurz. Erstens. Sie dürfen Konkurrenz mit Sportwettkampf nicht verwechseln. Das wäre schön, wenn es in der Schule und in allen anderen gesellschaftlichen Konkurrenzveranstaltungen so zuginge wie beim sportlichen Wettkampf. Oxford, Cambridge. Jedes Jahr wird wieder aufs neue Revanche geübt. Das wäre klasse. Also bitteschön, ich mache die Grundschule durch, hab's nicht geklappt, hat nicht geklappt, jetzt bitteschön im nächsten Jahr Revanche. Alles nochmal von vorne. Sie merken, die Differenz zwischen gesellschaftlicher Konkurrenz und sportlichem Wettkampf ist, die Resultate gesellschaftlicher Konkurrenz sind irreversibel. Die gelten. Da gibt es nicht die Möglichkeit der Revanche. Übrigens, selbst bis in solche ärgerlichen, brutalen Details. Meine Frau erzählt von der Schule, da kommt ein kleiner Junge zu dem Mathematiklehrer. Und sagt, ich habe in der Mathematikarbeit in der letzten 5 geschrieben, weil ich das und das nicht konnte. Ich habe es jetzt drauf. Ich habe es jetzt mit meinem Bruder geübt. Ich kann es. Sie können die 5 streichen. Nicht mal das gibt's. Weil der arme Knabe genötigt ist, genau zu dem Zeitpunkt, wo der Lehrer sagt, jetzt wird der Test gemacht, zu beweisen, dass er bis dahin aufgepasst hat. Wenn nicht 5, die 5 bleibt. Also aufpassen, mit Konkurrenz und Wettkampf ist nicht dasselbe. Zweitens, ich würde was Sie über den Vergleich Deutschland-Türkei gesagt haben, etwas anders sehen. Etwa bis Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre, herrschte in der Tat das vor, was Sie heutzutage dem deutschen Arbeiter noch unterstellen. Ja, da hieß es, Schuster, bleib bei deinem Leisten. Das Handwerkerkind wurde automatisch Handwerker, das Arbeiterkind wurde Arbeiter, das Bauernkind wurde wieder Arbeiter. Dann hat sich die Schulsituation ein bisschen geändert. Dann brauchte Deutschland, übrigens auch aus dem internationalen Vergleich heraus, mehr Gymnasiasten. Plötzlich wurden die Armen, die Kinder der einfachen Leute, die man auch für, das gehört sich so, die sind nicht so begabt, wurden für begabungsfähig erklärt. Weil man einfach mehr von denen auf dem Gymnasium brauchte. Das hat sich in dem Urteil der Eltern über die Kinder folgendermaßen niedergeschlagen. Auf einmal hieß es, meinem Kind soll es später mal besser gehen als mir. Hier, die sie hier sitzen, die kennen das von ihren Eltern, sofern sie aus diesen berühmten einfachen Verhältnissen kommen. Auf einmal haben sie gesagt, nein, das ist doch eine Chance, jetzt soll das Kind raus. Es reicht ja, wenn es mir schlecht gegangen ist. Das war der vorherrschende Standpunkt, der über die Chancengleichheitsideologie untermauert wurde, dass da nichts draus geworden ist, liegt an der Chancengleichheit. Letzter Punkt dazu. Hauptschule, Gymnasium, Gewalt. In der Tat. Das, was ich vorhin, ich wiederhole es in Kurzfassung, Konkurrenzmoral, Sieger sein wollen, genannt habe, das gibt es in allen Schulen. Bloß zum Teil Klassen- bzw. schichtenspezifisch ausgeprägt. Die Gewalt in den Gymnasien ist, wie fleißige Erbsenzähler ausgerechnet haben, geringer als in den Hauptschulen. Dafür haben sie nicht nachgezählt, in welchen anderen Varianten sich der Anerkennungswahn und Selbstbewusstseinskult austobt. Ja, bei den Kindern der Reichen, da gibt man nicht an mit blutiger Nase, die man dem anderen verpasst, sondern mit dem Auto vom Alten. Da gibt man an mit der Höhe des Taschengelds, die der Alte einem rüberwachsen lässt. Da gibt man an, in der Sekundarstufe 2 schon mal probehalber mit intellektuellen Fähigkeiten. Da gibt man an mit elitären Kreisen, in denen man verkehrt.
von denen andere ausgeschlossen sind und so weiter und so fort. Dasselbe Problem, dieselbe ekelhafte Form der Konkurrenzmaterial, aber klassenspezifisch anders. Danke. Ich fand einige Ihrer Ausführungen übrigens ausgesprochen hilfreich. Also ich sage das, was Sie am Anfang gesagt hatten, das ist ja konkret nicht hilfreich für diejenigen, die an der Schule unterrichten. Andere Ausführungen, die lassen mich jetzt etwas hilflos zurück, das bin ich dann auch. Hilfreich finde ich, dass Sie also auf eine sehr radikale und klare Art und Weise die Ursachen dieser ganzen Misere benannt haben. Ich finde es deshalb hilfreich, weil nach meinem Eindruck, also viele von uns angesichts der Probleme daran zerbrechen, dass wir zu wenig über diese Ursachen sprechen und glauben, dass wir durch noch mehr pädagogisches Engagement, durch noch bessere Methoden, durch also Stärkung von Selbstbewusstsein, durch Gewaltpräventionstraining und was es alles gibt, diese, also ich nenne das mal Symptome, mehr beseitigen können. Und das führt dann, weil wir daran scheitern. Und weil oft genug diese Jugendlichen auch merken, dass sie im Grunde genommen damit betrogen werden, weil ihre eigentlichen Probleme, gesellschaftliche Perspektivlosigkeit, dadurch also in keinster Weise irgendwie gelöst werden. Das merken die Jugendlichen und das ist uns auch noch ein Teil ihrer Frustration aus. Also ich nenne das mal an meinem eigenen Beispiel. Ich will mich nicht besser machen, als ich bin. Also ich bin daran auch beteiligt. Das ist die andere Seite. Wir müssen ja irgendwo mit dieser konkreten Situation umgehen. Wir sind natürlich Teil also dieses Selektionsprozesses. In der Migrantenklasse muss ich Schüler auf den Hauptschulabschluss vorbereiten. Das sind Schüler, die sind in der Mehrheit, sind die geduldet, Flüchtlinge, denen sagt man in der Ausländerbehörde, sagt man klar, du hast keine Integrationsperspektive, über den hängt, weil sie immer nur so einen Duldungsstatus haben für 3 Monate, 6 Monate, manchmal auch aus Willkür nur eine Woche, dann hängt die ganze Zeit wegen Damokles Schwert die Abschiebung. So, wir sagen ihnen nun, wenn du fleißig lernst und wenn du dich diesen ganzen Mechanismen beugst und wenn du dich anpasst, dann hast du eine Perspektive und wenn du den Hauptschulabschluss machst, dann kannst du eine Ausbildung machen. Das ist gelogen. Also wir belügen die Schüler. Ja. Und wenn sie es merken, finde ich, kriegen sie zurecht, kriegen sie eine richtige Wut und diese Wut, die richtet sich dann natürlich auch an oder richtet sich auch gegen die, also die sie belogen haben. So. Ich glaube, das Hilfreiche ist, wenn man ganz klar die Ursachen benennt, dass es in gewisser Weise eine Entlassung ist. Also ich merke, Kollegen werden richtig krank. Also das ist ja auch bei den Rüdiger-Kollegen so gewesen. Da wird alles Mögliche ja versucht. Ich nenne das mal so Sozialmanagement. Schulungen werden gemacht. Und man merkt, es funktioniert nicht, weil das ist auch das, was die offizielle Schulpolitik uns einredet. Und zwar tagtäglich. Ihr redet uns alle, ihr seid schuld. Und die eigentliche Schuld, die in dieser gesellschaftlichen Ökonomie liegt, also es ist, Schuld ist der falsche Begriff, ich sage das mal so, das wird natürlich nicht benannt. Und deswegen ist es gut, dass es hier mal jemand benennt. Es wird nämlich nicht mehr benannt. Auch in der GEW wird es nicht mehr benannt. Also gesellschaftliche Verhältnisse. Ja, ich kann das nur unterstützen. Die gesellschaftlichen Verhältnisse werden verschleiert. Das ist nicht gut so. Trotzdem möchte ich mich mal outen. Ich bin Lehrer. Inzwischen Schulleiter. Ich arbeite seit 27 Jahren an Sonderschulen. Das ist das vierte System, was ich noch nicht genannt habe. Ja, ja. Wir kümmern uns also um die Kinder, die ja das alles durchlaufen haben, die absolut keine Perspektive mehr haben. Und dennoch bin ich noch dabei. Und ich habe auch nach wie vor das Interesse, dabei zu bleiben. Ein Kollege sagte neulich, wir haben mich im Vorspann zu dieser Veranstaltung natürlich auch einige Papiere von Frederik Wüsten studiert, auch diskutiert, aber es kam natürlich auch immer der Satz, ich bin weiterhin in der Schule und kann nicht warten, bis die Revolution kommt. Wir müssen mit den Schülern, die wir haben und den Problemen, die wir haben, leben. Und da können wir natürlich diese Analyse, die vollkommen richtig ist, immer wieder mit ins Feld führen. Das müssen wir auch tun.
Nichtsdestotrotz wird keiner von euch oder von uns entlassen, sich mit den täglichen Ärgernissen, die wir haben, auseinanderzusetzen. Und da ist es natürlich klar, wenn man so eine Analyse macht, bekommt man jetzt nicht viele praktische Tipps. Das wollten sie, wolltest du ja auch nicht. Dennoch wollen viele Kollegen das haben. Wie viele von euch sind denn auch in Berufen, die Stütze des Systems sind? Und ihr fragt auch, wie wir über Runden kommen. Genau das Problem haben wir auch. Und wir müssen als Gewerkschaft natürlich sehen, welche Möglichkeiten wir haben. Und da ist es nicht lächerlich, zum Beispiel zu einer Volkszählung oder einer Zählung der Lehrer am Dienstag aufzurufen, nachdem der Senat ja hier verkünden kann, es fehlen seit Jahren 500, 600.000 Lehrerstellen. Woanders führt es natürlich zu Entlassungen. Wenn bei der Polizei 500 Polizistenstellen nicht besetzt sind, dann ist der Senator weg. Hier in Hamburg ist es inzwischen so, dass der Bildungssenat alles mit den Lehrern machen kann. Und die erste Aufforderung wäre natürlich auch an unsere Kollegen, da mehr voranzugehen. Denn die Revolution oder Veränderung kannst du nur machen, wenn du Leute hast. Gestern waren 500 Leute auf dem Gänsemarkt, auch von den Studenten. Ich erinnere mich, da waren 20.000. Die Zeiten haben wir im Moment nicht und dafür müssen wir erstmal kämpfen. Darf ich dazu was sagen? Mir ist ich sag's anders. Revolution ist einfach zu hoch gehängt. Darum geht es überhaupt. Das ist ja albern. Jetzt von Revolution zu reden, wo Gewerkschaften staatstreu sind, wo die Arbeiterbewegung zerschlagen ist, wo es keine kommunistischen Parteien gibt, also ich bitte Sie, es steht da was ganz anderes an. Also es gibt eine Tour, weil das ein Prototyp ist, deine Ausgabe. Man setzt sich ein Ziel, man konfrontiert die tägliche Arbeit mit einem Ziel, was sowieso nicht erreichbar ist und sagt, dann bleibt mir bloß die tägliche Arbeit. Diese Technik, vor der Technik möchte ich warnen. Erstens, dass ihr in der Schule die Probleme habt und damit fertig werden müsst. Na klar müsst ihr das. Aber bitteschön, das ist euer Job. Seht zu, wie ihr damit fertig werdet. Die andere Abteilung ist völlig getrennt davon. Jetzt erst ist es als Lehrer. Na klar, jeder muss sein Geld verdienen und du kennst dich da am besten in der Sonderschule aus. Mach das Zeug weiter und versuch den Kindern möglichst wenig weh zu tun. Das andere ist, jetzt weiß ich, woran es liegt. Jetzt gehe ich weg von der Perspektive als Lehrer. Ja, mich gibt es doch auch als Mensch mit einem gesunden Menschenverstand. Ich bin noch nicht 150-prozentiger Lehrer. Mich gibt es doch als jemand, der nachdenkt über die Welt. So, jetzt habe ich den Lehrer mal beiseite getan. Vielleicht ergibt sich da eine ganz andere Tagesordnung für mein Leben. Wo der Job ist mit Mühsalen und so weiter und so fort und da muss man durch. Und vielleicht hilft ja das, was die Kollegin da gesagt hat, kann ich ja nur unterstreichen, hilft ja eine Analyse, dass man sich überlegt, als Lehrer geht es nicht. Aber nebenbei habe ich was begriffen. Und was ich begriffen habe über die Ursachen, stimmen ihr auch zu, ist nicht sehr verbreitet. Also verbreitet man es. Also überzeugt man Leute davon, dass das die Ursachen sind und dass man was anderes machen muss, als mehr Geld für die Schulbibliothek zu fordern, wenn man die Rütli-Probleme und ähnliche Probleme lösen will. So, dann ist man dabei, ich habe es begriffen, ich denke es nochmal durch, ich habe einen Bekanntenkreis, ich habe einen Freundeskreis, von mir aus auch Lehrer, die muss man dann genauso einnorden, wie ich es am Anfang versucht habe, jetzt verabschiedet euch mal von euren Tagesproblemen, jetzt reden wir mal Tacheles über diese Gesellschaft und dann wird geredet darüber, gesagt, das ist es. Und dann haben wir schon 10 überzeugt. Übrigens kann man auch in anderen Schulen, im Gymnasium beispielsweise, sind ja einige Gymnasiallehrer hier, da sage ich auch den Lehrern, verdammt nochmal, wenn ihr merkt, da gibt es Schüler, die haben auch noch nebenbei sich ein anderes Interesse bewahrt, als gute Note zu bekommen. Denn sprecht die doch mal an und sagt, komm, setzen wir uns nachmittags zusammen. Ich habe mir einen klasse Artikel über was es eigentlich mit der Schule wirklich auf sich hat, oder ich habe einen klasse Artikel über die Abschaffung des Sozialstaats, oder ich habe einen klasse Artikel über den kommenden Irakkrieg. Lass uns den doch mal vernünftig durchdiskutieren. Ja, warum sowas nicht gehen? Aber das geht nicht, wenn man dieser Technik anhängt, die ich an dir gerade charakterisiert habe. Hier die Probleme des Alltags. Die einzige Lösung ist Revolution, aber das geht sowieso nicht. Also zurück zu den täglichen Problemen. Nein, aber ich sage nur als Technik. Deswegen habe ich gesagt, müssen wir auf den Rathausmarkt kommen. Ja? Nur diskutieren bringt auch nichts. Da müssen Leute auch aktiv werden. Ja, das finde ich nun wiederum falsch. Was? Natürlich musst du wissen, nein. Zu was. Nein, Kollege, können wir versuchen? Ja, ja, okay. Ich halte mich schon. Also,
Also ich bin auch an einer Berufsschule tätig und war letzte Woche im Berliner Abgeordnetenhaus, konnte dort den Direktor des Bundesinstituts für Bildung und berufliche Bildung hören. Und er hat also festgestellt, was eigentlich allgemein bekannt sein dürfte, dass seit Jahrzehnten zigtausende Ausbildungsplätze Jahr für Jahr fehlen. Es wird jedes Jahr wieder von irgendwelchen Lücken zugesprochen und alle das taugt nichts. Und dieser Direktor, der das uns vorgestellt hat, sagte auch dann, das Problem sei auch der Arbeitsmarkt. Das heißt also, bringt der Arbeitsmarkt weg, weil die Ausbildungsplätze sind. Das heißt also, wir müssen an der Berufsschule, kommen wir ja dann nun näher dran, diesen Bereich immer mitdenken. Und wenn ich dann also zum Beispiel sehe, dass hier in Hamburg ab 1.8. dieses Jahres an Berufsschulen Ziel- und Leistungsvereinbarungen getroffen werden soll, sprich die neuen Steuerungsmodelle in ihrer ganzen Schärfe angewendet werden soll, dann kann zum Beispiel eine solche Ziel- und Leistungsvereinbarung sein, die nur der Schulleiter ganz alleine fällt. Da gibt es gar keine demokratische Mitbestimmung mehr, sondern das macht er in seinem Zimmerchen vielleicht beim Glas Rotwein und macht das mit der Schulbehörde bzw. mit dem neu zu schaffenden Bildungsinstitut für berufliche Bildung in Hamburg, HIP heißt das. So, und das heißt, dieses HIP ist schon ein Landesbetrieb und die Schulen selber sollen später, jede einzelne Berufsschule, ein Landesbetrieb werden. Das heißt, wo das hinführt, wissen wir anhand der Krankenhäuser. Und das heißt, in diesen Ziel- und Leistungsvereinbarungen kann zum Beispiel drinstehen, eine Schule verpflichtet sich, so und so viele Jugendliche, wir haben zum Beispiel die zweijährige Fachschule, wo Hauptschüler kommen, die dann in den Realschulabschluss erreichen sollen, wo sich dann der Schulleiter verpflichtet, so und so viele Jugendliche sollen in Ausbildung kommen. Was aber gar nicht gehen kann, weil sie gar nicht da sind. So, und das heißt, da wird eine irrsinnige Konkurrenz produziert. Theoretisch wäre das natürlich möglich. Das heißt, wenn man von den 20 Schulen, Berufsschulen, die alle diese Schulformen haben und die Klassen dazu nehmen, dann können wir vielleicht sagen, ja gut, das sind dann vielleicht 800 Schüler, die vermittelt werden müssen, aber 100 Ausbildungsplätze sind nur da. Das heißt, die anderen 700 fallen weg. Und wenn eine Schule nun besonders gut ist, kann sie vielleicht die 100% kriegen, aber die anderen beiden kriegen das nicht. Und diese irrsinnige Konkurrenz, die da erzeugt wird, die ist mit Geldern verbunden. Das heißt also, aufgrund dieser Zielvereinbarung wird dann geguckt, aha, Schule hat das nicht erreicht, also kriegt sie weniger hinterher. Und das muss man doch immer mit im Auge haben an dieser ganzen Stelle. Wenn ich dann zum Beispiel hier in Lehrer Fortbildungsinstitut eine Fortbildung mache, da ist jetzt im Berufsschulbereich der dritte Lehrplan für Politik geschaffen worden. Und da gibt es dann ein sogenanntes Modul Nummer 8. Das haben wir dann da in der Fortbildung behandelt. Und das hat den Titel, der Jugendliche soll die Jugendarbeitslosigkeit überwinden. Da habe ich dann den Ausbilder gefragt, da sind wir noch ein bisschen falsch hier. Wir müssen doch jetzt bei Peter von Telekom, Siemens und so weiter hier sitzen. Ja, hast ja recht, aber wir machen das jetzt mal. Und das heißt, in den alten Lehrplänen, da gab es noch Begriffe wie Emanzipation und Kritikfähigkeit. Die gibt es gar nicht mehr. Das heißt also, die Schüler sollen jetzt stromlinienförmig angepasst werden einerseits und auf der anderen Seite sollen, wenn sie dann keine Lehrstelle kriegen, ihnen auch die Schuld zugewiesen werden. Und das müssen wir vermitteln, Uli. Und ich glaube, wenn wir das vermitteln, jeder in seinem Bereich, dann kriegen wir auch, glaube ich, mehr Leute auf dem Rad aus. Ja. Ich bin schon über 30 Jahre an einer Förderschule im Brennpunkt St. Pauli tätig und ich fand auch einiges, was Sie gesagt haben, erhellend über die Ursachen, die zu diesen Problemen geführt haben. Und kann also die Kollegin auch unterstützen, dass ich einiges auch so empfunden habe, dass es mich entlastet. Aber was bringt uns die Entlastung? Jetzt, ich habe ja schon einige schulpolitische Veränderungen in meinem langen Lehrerinnenleben erlebt. Und habe immer wieder feststellen müssen, dass wir gegen die Betonwände der Schulpolitik und gegen die Betonwände der Senatspolitik anrennen, ohne großartige Veränderungen erreicht zu haben. Jetzt möchte ich Sie gerne mal fragen, haben Sie Ihre Vorträge auch schon mal vor
Ich habe Ihre Beiträge teilweise als sehr starke Lehrerschelte empfunden, obwohl ich anderes auch wieder gut fand. Und ich finde, Sie sollten ruhig mal Behörden und Politikerschelte betreiben. Das wäre mir ein großes Anliegen. Und jetzt möchte ich in Ihrem Sprachmodus noch einmal sagen, was glauben Sie, verdammt nochmal, machen wir Lehrer den ganzen Tag? Wir drehen uns nicht nur um unsere eigenen Unterrichtsvorbereitungen, wir kommunizieren miteinander, auch schulübergreifend, wir sind politisch tätig, wir sind also nicht irgendwie Behördenbüttel oder Büttel der Politik, sondern wir können auch denken und können auch argumentieren und andere Menschen überzeugen. Vielleicht ein Schlusswort sprechen, bevor wir dann hier von der Fachgruppe nochmal. Ich würde gerne auf die Kollegin am Schluss ganz kurz eingehen. Die Betonwände laden mich einfach nicht ein. Wissen Sie, das ist so mit den Betonwänden. Die schauen, wie die Kollegen von der GEW, bevor sie mich einladen, ein bisschen in meine Publikation und sagen, wieso ist denn der überhaupt noch an der Hochschule? Das ist die Antwort. Die Politikerschelte, die Kritik der Politik, an die Adresse der Politik gerichtet, ist der falsche Adressat. Das liegt an dem, was Sie selber gesagt haben. Das Bild Betonwand steht ja für nichts anderes, als die Politik hat ein anderes, ein entgegengesetztes Interesse und es ist mit Macht ausgestattet. So, das ist die Auflösung des Bildes Betonwand. Deswegen ist die Politikerschelte an die Adresse derjenigen, die von der Politik betroffen ist, zu richten. Und die müssen begreifen, dass die Politik nicht etwa etwas macht, was man charakterisieren kann als Versagen, Missmanagement, verfehlen ihren Auftrag, sondern dass man sagen kann, die machen genau das, was sie wollen. Genau das, was sie wollen, machen sie. Begreift es endlich, macht euch nicht einen blauen Dunst vor, indem ihr die Politik zu was anderem erklärt, als sie ist. Das ist die Voraussetzung. Das muss ich denen sagen, die sagen, jetzt muss ich aber das nächste Mal einen anderen wählen, der hat mich so enttäuscht. Dann kommt die andere Betonwand ans Ruder. Und der Schluss daraus heißt, naja, wenn das hinreichend genug Menschen begriffen haben, per Diskussion, dann erst sollen sie auf dem Marktplatz und nicht vorher.